Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Bevor es jetzt gleich losgeht, hier noch der kurze Reminder an alle die, die sich noch nicht in unserem E-Mail-Newsletter angemeldet haben. Das solltet ihr unbedingt tun. So bekommt ihr nämlich nicht nur die neuesten Updates, wenn es Restocks, Produktlaunches etc. gibt, sondern erhaltet als zusätzliches Special immer zum Ende der Woche ein Weekly-Update, was in der Fitnessszene passiert ist. So können auch die, die unter der Woche keine Zeit haben, sich irgendwie anderweitig zu informieren, immer up to date bleiben. Deswegen checkt unbedingt mal den Link in der Beschreibung aus und tragt euch in unseren Newsletter ein. Das war's von meiner Seite. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Podcast. Ladies and gentlemen, it's Showtime! Ganico's Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganico's. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des Ganico's Podcasts. Heute als Gast begrüßen darf ich Simon Teichmann, einer derjenigen, die ich schon sehr lange auf meiner Bucketlist habe, und umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat. Simon, erstmal vielen Dank für deine Zeit und herzlich willkommen im Ganico's Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt, nervös, weil wenn es so um mich geht, bin ich da immer so ein bisschen, bin sehr, sehr gespannt, was auf mich zukommt, und freue mich sehr drauf tatsächlich. Ja. Ja, nervös brauchst du nicht sein. Ich freue mich, dass es am Ende dann doch so schnell was geworden ist mit dem Termin. Ihr wart ja erst noch gerade im Urlaub. Lass uns ganz locker reinstarten. Willst du vielleicht mal erzählen, wie so ein Urlaub bei dir persönlich abläuft? Also wie viel Fitness, wie viel Social Media findet da statt? Mhm. Bei mir war es kein wirklicher Urlaub diesmal, sondern es war wirklich ein Detox. Also ich war jetzt das letzte Mal, wo ich jetzt unterwegs war, war ich alleine. Ich brauchte eine Zeit für mich, eine kleine Auszeit, weil einfach sehr, sehr viel angefallen ist. Ich brauche immer wieder so eine Zeit, wo ich dann einfach ein bisschen runterkomme, wo ich mich ein bisschen erde, wo ich dann Social Media versuche, ja, wirklich nicht anzufassen, weil mich viele Sachen doch sehr mitnehmen. Also nicht bezüglich Social Media jetzt, sondern wirklich so, ich bin jemand, der sehr, sehr viel schaut, was so in der Welt los ist, was gerade so aktuell ist und so weiter. Und ich brauche immer eine Zeit, wo ich ein bisschen abschalte. Das heißt, ich war jetzt das letzte Mal ganz alleine unterwegs und auch ohne Frau, ohne Kind. Und musste da einfach mal ein bisschen mit mir selbst klarkommen, weil wir hatten ja am gleichen Tag Geburtstag bin da auch 40 geworden, noch vor dem Urlaub, habe da auch ein bisschen über die Stränge geschlagen, und auch das tat mir ganz gut, mal ein bisschen zu mir zu kommen, ja. Mhm. Was sagt die Frau, wenn der Mann allein in Urlaub geht? Also ich finde das sehr cool, ich kann mir aber vorstellen, dass nicht jede Frau das so cool findet. Meine Frau unterstützt das extrem, weil sie einfach weiß, wie gut mir das tut. Also wir sind sowieso, auch wenn ich im Urlaub bin, bin ich bei ihr. Also wir sind wirklich da sehr, sehr zusammen immer. Also sie ist jetzt zum Beispiel auch nicht da und ist in Kur mit unserer Kleinen. Mhm. Deswegen bin ich da auch hier auch sehr alleine und vermisst die beiden sehr. Aber trotzdem ist es immer so, dass sie das sehr, sehr unterstützt, weil sie auch einfach weiß, dass mir das wahnsinnig gut tut, wenn ich mal ein bisschen mich erde auch. Also jetzt zum Schluss war ich in Polen. Also ich fahre sehr, sehr gerne immer nach Polen. Ich fahre dann auch mit dem Auto. Das ist für mich wie eine kleine Meditation. Wirklich auch das Fahren. Also ich fahre unglaublich gerne Auto. Ich komme ja aus Polen. Vielleicht wissen es einige nicht. Mhm. Und es ist für mich immer wieder schön, von so ein bisschen aus der Ferne anzuschauen, was man hat, und auch was sein Leben sich so ein bisschen anzuschauen, so ein bisschen aus der Entfernung, um wieder ein bisschen zum Teil dankbarer wieder zu sein, auch zu sehen, wo man ist. Also nicht immer nur nach vorne zu schauen, sondern wirklich zu schauen, was man schon hat. Das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig, auch zu schauen, wo man herkommt. Und mir tut es immer wahnsinnig gut, weil ich dann immer ich merke immer so nach 2, 3 Tagen, dass man sich fast schon zwingen muss, dann in Polen zu sein, weil man so diese Freude hat, wieder hier hinzukommen. Und wenn man hier ist, verliert man manchmal den Blick auf das Gute, weil man eben sehr, sehr viel schaut, da muss ich noch hin oder das läuft falsch und so weiter. Mir tut es einfach immer wahnsinnig gut. Und deswegen unterstützt sie es absolut, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Also sie macht es auch. Sie macht es auch und ich unterstütze das natürlich auch. Okay, ich höre raus, du kannst mit dir alleine sein. Menschen verwechseln ja immer einsam sein und allein sein. War das bei dir immer so, dass du mit dir allein sein konntest?
sehr, sehr gut sogar. Also ich bin tatsächlich jemand, ich glaube, viele verstehen auch dann eben immer falsch, wenn ich sage, ich bin kein typischer Selbstdarsteller. Ich habe das auch früher oft gesagt. Ich bin auch deswegen, auch jetzt, also ich bin sehr nervös tatsächlich, wenn so das Spotlight auf einen selbst geht, weil ich wirklich jemand bin, der eben sehr gerne unter oder mit mir selbst ist. Also ich war als Kind sehr viel mit mir selbst beschäftigt. Ich war immer sehr gerne allein und habe es immer sehr, sehr genossen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es sehr wertvoll ist, wenn man mit sich selbst, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber wenn man mit sich selbst Spaß haben kann, wenn man selbst mit sich selbst im Reinen ist, wenn man auch selbst alleine wirklich wahnsinnig viel Freude und Spaß empfinden kann. Ich glaube, es ist gesund. Ich bin super gerne unter Menschen, aber ich bin eben auch sehr, sehr gerne allein und habe da auch wirklich, ja, ich ziehe da sehr, sehr viel draus. Ich bin auch in meinem ganzen Studium oder in viel, viele Zeit meines Studiums war ich viel mit mir und mit meinen Gedanken beschäftigt und vielleicht ein bisschen zu viel manchmal, aber bin ich sehr, sehr gerne, ja. Mhm. Fällt es dir schwer, egal ob jetzt Urlaub oder nicht, dein Handy dann wirklich aus der Hand zu legen? Ich habe mich phasenweise oft dabei erwischt, mein Handy einfach grundlos in die Hand nehmen zu müssen. Und dann guckst du auf die Uhr und merkst, du hast eigentlich vor 2 Minuten erst auf die Uhr geguckt. Absolut. Also es ist wirklich so, dass ich mich zwingen muss. Dieses Social-Media-Thema gar nicht mehr so. Also ich bin zum Beispiel, also so Instagram ist für mich gar nicht, also viele sagen ja, dass dieses Instagram-Thema und so überhaupt nicht, auch Dinge, so unser Kanal und so, das war früher sehr, sehr stark, dass man Kommentare gelesen hat, weil es kommen ja wirklich minütlich Kommentare rein. Da bin ich auch, das ist auch nicht mehr so, aber so dieses Wissen, was gerade geschieht. Also ich bin so in den letzten Jahren so, also weil einfach so viele Dinge so in der Welt passiert sind, die ich ganz schwer begreifen konnte, die für mich so schief gelaufen sind, wo ich einfach, selbst wenn man nichts ändern kann, hat man irgendwie so das Gefühl, ich muss wissen, was gerade passiert, weil einfach so viel passiert. Und das ist tatsächlich was, wo ich mich versuche zu zwingen, auch mal, es wird nichts sich ändern, wenn ich mal eine Woche nicht da reingucke. Aber da muss ich mich absolut zu zwingen, ja, absolut. Mhm. Mit welchem Gefühl beobachtest du das, was digitalisierungstechnisch speziell mit der Jugend heute passiert? Du hast die Veränderung, kann man sagen, ja quasi von Anfang an bis heute mitbekommen. Einmal das war immer, aber das war für mich eher Veränderung. Also ich finde Veränderung nie so schlimm. Also ich würde nie dieses typische, ach, früher war alles besser. Das stimmt nicht. Also das ist so, es gibt ganz viele, die dann sagen, ja, ich bin ja auch noch, ich bin ja 1982 geboren, ich bin noch in einer Zeit ohne Handys und so weiter. Nein, es gab Vorteile, aber es gab auch ganz klar Nachteile, dass wir einfach jetzt, also ich würde nie sagen, früher war alles besser. Nein, so in den letzten Jahren sind einfach viele Dinge passiert und das ist, und die sind nicht richtig. Also ich habe einfach gemerkt, auch seitdem ich Vater bin, seitdem ich auch gemerkt habe, dass diese Reichweite, die man hat, irgendwie, also ich fühle sehr viel Verantwortung und deswegen habe ich immer versucht, auch bei Dingen, wo ich einfach argumentativ wahnsinnig oder wo ich viele Argumente hatte, die zeigen, dass das nicht gut ist, wohin einige Dinge lenken und wenn man auch merkt, dass man einiges bewegen kann, da habe ich gemerkt, da muss ich irgendwie was tun und ja, das war schon, also wie gesagt, die letzten Jahre, wo es dann wirklich so, ich glaube, wo es mit der ganzen Corona-Geschichte anfing, hat mich das wirklich sehr, ja, sehr mitgenommen erstmal und ich habe wirklich versucht, das Beste nicht nur für mich zu machen oder daraus zu machen, sondern wirklich auch die Leute, die mir wichtig waren und auch die Leute, die ich vielleicht erreichen konnte, zum Nachdenken zu bringen. Gar nicht zu überzeugen von irgendwas, sondern wirklich vielleicht zusätzlich Argumente mit an die Hand zu geben, die einfach zum Nachdenken beitragen. Ich sag das auch immer oft, wenn Leute anderer Meinung sind zu dem, was ich sage. Ihr müsst gar nicht immer von dem überzeugt sein, was ich sage, aber es ist schon mal sehr wichtig, dass ihr anfangt nachzudenken und dass euch das, was ich sage, egal wie falsch es ist, vielleicht einfach nochmal dazu bringt, das nochmal von vorne aufzurollen und nicht immer das so als Herangehensweise zu sehen, dass man nachher einen Konsens finden muss. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, dass Menschen immer übereinstimmen wollen am Ende von der Diskussion. Ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich bin sogar dankbar dafür, wenn jemand anderer Meinung ist. Mhm. Für mich ist jedes Argument, also wenn man zwei Positionen hat, für mich gibt es keine Meinung, die fest ist. Ich bin dankbar. Also nehmen wir einfach mal ein Beispiel. Tiere essen, Fleisch essen zum Beispiel. Ich war früher so ganz klar, natürlich kann ich Tiere essen und so weiter. Ich esse immer noch Fleisch, aber ich bekomme
ich habe sehr, sehr viele Argumente für das, vielleicht sollte man doch nicht so viel Fleisch essen oder vielleicht sollte man, also es sind ja Argumente von der Gegenposition und ich bin für Argumente dankbar. Ich muss mir immer noch meine Meinung bilden und ich muss immer noch die Argumente abwägen. Aber es ist ja schön, Gegenargumente zu bekommen. Es gibt wirklich viele, ich würde auch, wenn jemand sagt, ich habe meine Meinung und die ist so, ich würde das niemals, ich ändere auch meine Meinung, wenn ich eben genügend Gegenargumente zum Beispiel für die Gegenseite bekomme. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für jedes Argument, egal ob pro oder contra. Und ich glaube, und das versuche ich auch mit dem Kanal aktuell, ich versuche zur sachlichen Diskussion beizutragen. Ich finde, Menschen haben aktuell, und das ist auch das, was du vorhin gefragt hast, dieses was finde ich aktuell sehr, sehr schwierig an der Zeit, dass Menschen anscheinend verlernt haben, sachlich zu diskutieren, objektiv zu diskutieren und dass alles sehr, sehr ideologisch wird, dass alles sehr, sehr persönlich wird. Menschen, die mich nicht kennen, können mich nicht wirklich persönlich angreifen und Argumente sind da, um sie sozusagen abzuwägen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schön, wenn man anderer Meinung ist und diskutiert. Und dazu will ich eben ein bisschen beitragen. Also auch hier bin ich sehr, sehr, sehr froh, wenn sachlich diskutiert wird, weil es bestimmt Themen geben wird, wo man anderer Meinung sein kann. Und da bin ich auch dankbar für jedes Argument, was vielleicht ich nutzen kann, um vielleicht meine Meinung in irgendeiner Form zu ändern. Kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. Ich will trotzdem an der Stelle da nochmal kurz eine kleine Frage einstreuen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass sich gerade das Vaterwerden bisschen umgepolt, bisschen verändert hat. Ich kann das nachvollziehen, weil du es mir sagst, aber nicht aus eigenen Dingen, die ich erlebt habe, weil ich noch keine Kinder habe. Ich habe mir sehr oft Gedanken gemacht, in der letzten Zeit, gerade in den letzten 2 Jahren, du hast die Corona-Thematik angesprochen, kommen wir später nochmal drauf, wie sinnvoll es ist, heutzutage ein Kind in die Welt zu setzen. Mhm. Weil ich schon echt, also ich weiß, dass das alles geht. Ich habe mich auch so ein bisschen mit diesen psychologischen Experimenten beschäftigt. Mhm. Es gibt ja alles mögliche. Milgram-Experiment hier, Konformitätsexperiment von Asch. Das sind ja alles Dinge, die dir was sagen. Und man sieht das immer in der Theorie. Man kann aber dann irgendwie nicht so greifen, dass sowas wirklich mal passieren kann. Mhm. Und die letzten 2 Jahre habe ich echt festgestellt, das kann passieren. Das ist teilweise richtig krass. Ja. Und ich weiß nicht, ob das für mich leicht wäre, heute ein Kind in die Welt zu setzen mit dem Wissen, was da auf der Welt passiert. Mhm. Wie ist es bei dir, wenn du jetzt ja schon drauf blicken kannst, dein Kind ist schon ein paar Jahre alt. Wie würdest du das heute beäugen, wenn du nochmal drüber nachdenken müsstest? Ich glaube, dass Kinder bekommen, so aus einer Sicht, ist es sinnvoll, aktuell in der Zeit ein Kind zu bekommen? Das kann man nicht wirklich beantworten, weil jeder sozusagen aus seiner eigenen Intention sozusagen oder auf seiner eigenen Sicht das beantworten muss. Aus der eigenen Sicht ist es das Sinnvollste, meiner Meinung nach, das ist wirklich auch nur meine Meinung, was man tun kann. Ich glaube, man lebt in einem Kind weiter. Ich glaube, das ist etwas unfassbar. Das ist das Wertvollste, was es für mich wirklich gibt. Weil jeder möchte ja irgendwie, wenn man stirbt, Bedeutung dalassen oder etwas bedeuten auf dieser Welt. Auch dieses, dass man etwas schafft, irgendwie eine Firma oder irgendwas Gutes tut und so weiter. Jeder strebt ja irgendwo nach einer gewissen Bedeutsamkeit. Und ich glaube, das Kind oder Kinder bekommen ist so die höchste Stufe davon. Weil es zum einen, man bekommt nicht nur ein Kind, sondern ein Kind ist, man muss, man, also wenn man ein Kind hat, ändert sich alles. Man kann nicht mehr sagen, ich schlafe aus oder ich gehe feiern oder ich mache heute mal was anderes. Das Kind, wenn man möchte, dass das Kind gut aufwächst und wenn man es gut machen möchte, dann ist man wirklich in erster Linie voll fürs Kind da. Und es nimmt einen ein und es lenkt eben diese Selbstsicht von einem selbst eben hin auf andere Dinge. Deswegen ist dieses Kinderbekommen auch, man hat wirklich eine Verantwortung, nicht nur dem Kind gegenüber, sondern man merkt, dass man Verantwortung hat für andere und nicht nur für sich. Man selbst ist plötzlich ganz, ganz klein und die Sicht ist plötzlich eine ganz andere. Nicht nur auf sein Kind, sondern eben dann auch auf andere Dinge. Man fühlt Verantwortung. Man ist nicht mehr man selbst. Man ist nicht mehr so eine kleine Insel, wo man sagen kann, ach, mir geht's ja schlecht, dann bleibe ich heute mal zu Hause. Und das hat mir geholfen oder das hat mir auch die Sicht eben nicht nur auf mein Kind praktisch eröffnet, dass ich hier eine Riesenverantwortung habe, sondern eben, dass man Verantwortung hat.
Und man selbst ist dann einfach nicht mehr so wichtig. Und das lernt man sehr, sehr stark auch durchs Kinderbekommen. Also vielleicht nur als ganz, ganz kleiner Tipp. Es gibt ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Wenn man das Kind bekommt, dann ist alles anders. Es ist alles vorbei. Deswegen würde es auch jetzt, es wird fehlschlagen, wenn ich versuchen würde, wie es sich anfühlt. Ich kann es nur sehr, sehr empfehlen, egal in welcher Zeit. Und das vielleicht soweit zu dem Thema. Was war damals deine Motivation, mit YouTube anzufangen? Wir sind ja jetzt schon sehr tief drinnen, eine Materie, in der du wahrscheinlich nicht gedacht hast, dass du sie mal irgendwann auf YouTube ausleben wirst, oder? Ich darf das sagen, weil es tatsächlich genau so war. Also Roman, mein Geschäftspartner, wir hatten ja, also Body IP war ja lange vor YouTube. Wir haben ja damals Trainingssoftware programmiert. Roman hat mich damals kennengelernt. Ich war dann sein Trainer. Ich war damals der Sportreferent und Hochschulsporttrainer im Gym. Roman hat da trainiert und ich war sein Trainer. Und Roman wollte mein Wissen in eine Software packen. Noch lange, wirklich, also das ist, glaube ich, schon 11 oder 12 Jahre her, noch lange vor den ganzen Trainingsprogrammen und so weiter. Mhm. Und erst einige Jahre später hat Roman gesagt, du kannst gut reden, du dein Wissen. Und das war schon in der Zeit, wo YouTube schon groß war. Da hatten dann schon, da war Karl S. und Görki und die waren alle schon groß, hatten über 100.000. Ich glaube, Karl S., das war so diese Hochzeit. Wir haben, glaube ich, ich weiß es nicht genau, 2014, 2015 ungefähr so angefangen. 13, 14, 15, ja. Genau. Und Roman meinte, mach doch mal ein paar Informationsvideos auf YouTube. Versuch den Leuten doch mal zusätzlich zum Trainingskonzept und so weiter, sag denen doch bitte etwas. Du kannst das gut. Mach das. Und er musste mich wirklich, also nicht nur überzeugen, sondern wirklich überreden. Also ich wollte nicht. Ich wollte, und das ist auch das, was ich vorhin meinte, ich wollte nie, deswegen mache ich zum Beispiel auch nicht so gerne Instagram, also ich sage nicht gerne, schaut mal, hier bin ich. Es war sehr, sehr, sehr schwierig. Ich konnte sehr, sehr gut mit Menschen reden. Ich habe damals auch für die Barmer GEK gearbeitet, habe viele Vorträge auch gehalten und so weiter im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Sobald die Kamera an war, war bei mir aus. Also wir haben wirklich noch, vielleicht zeigen wir es irgendwann mal. Wir haben Aufnahmen, die ersten Kameraaufnahmen, wo die Kamera an war und es ging nicht. Wir haben 2, 3 Tage gebraucht, wirklich, um irgendwie ein kleines Video zu machen, weil es einfach bei mir, ich wollte es nie. Aber ich hatte dann tatsächlich den Drang, auch diese Information nach außen zu tragen. Und wir wollten einfach Informationen an die Leute bringen. Und damit konnte ich mich dann auch, das war dann okay für mich, zu sagen, ich möchte nicht mich geben, sondern ich möchte die Informationen weitergeben. Und das war dann für mich eine schöne Sache. Ja. Wie stark würdest du sagen, unterscheidet sich der private Simon vom öffentlichen Simon? Gar nicht. Ich glaube auch, dass du jemand bist, der das auch hinterfragt, was auch völlig in Ordnung ist, dieses ganze Rollenthema und so weiter, weil ich gesagt habe, dass ich auf YouTube eine Rolle spiele. Selbstverständlich, ich spiele auch als Vater eine Rolle. Ich bin zu meiner Tochter anders als zu meinen Kumpels. Ich bin auch auf YouTube anders, als wenn wir Party machen gehen. Trotzdem bin ich ich. Also es ist nie, ich würde mich niemals verstellen. Ich zeige eine Facette von mir. Witzig ist auch wirklich, Leute, wenn jetzt auf dem Bodybuilding-Wettkampf oder Dennis James und so weiter, die Leute treffen mich und sagen, hey, du bist ja genauso wie auf den Videos. Also ich bin, das bin ich. Das bin tatsächlich ich. Ich mache, natürlich möchte ich sozusagen meine Rolle erfüllen. Ich möchte auf YouTube nicht, ich habe sehr, sehr, sehr viele Dinge, die ich auf YouTube nicht preisgeben möchte. Weil ich irgendwo auch diese Verantwortung sehe auf YouTube. Also zum Thema 40. Geburtstag und zum Thema, ich mache Dinge, die ich bei Kumpels sage und mit denen ich offen rede. Aber hier haben sie einfach für mich, oder sie erfüllen sozusagen nicht den Zweck der Rolle. Trotzdem bin ich das. Das bin absolut ich. Alles, was ich sage, auch wenn, wir lassen es auch mal drauf, wenn ich mich verspreche oder wenn ich anfange zu flennen oder so, wenn ich über meine Kleine rede, das bin ich. Ich bin so, und viele denken vielleicht, das sei gespielt, aber ich bin tatsächlich der emotionale Mensch, der einfach, ob jetzt für andere oder für sich, das kann ich gar nicht 100% beurteilen, aber ich helfe gerne anderen. Ob es jetzt dadurch ist, dass ich empathisch bin und indirekt an mir helfe, weil ich dann wahnsinnig viel davon ziehe, oder ob ich tatsächlich gerne den anderen helfe, aber ich helfe gerne anderen. Ich habe einfach unglaubliche Freude daran. Ich habe ja als Psychologe gearbeitet. Also ich habe mir da bereits einen Job ausgesucht, weil ich einfach Freude daran habe, zu sehen, dass man mit Eigenschaften wie Selbstwirksamkeit, wie mit Motivation, mit Disziplin, dass man einfach
etwas aus seinem Leben machen kann. Ich komme ja auch wirklich aus Polen, aus wirklich, jeder hat mir gesagt, aus dir wird nichts, du wirst ein kleiner hässlicher Typ, du wirst irgendwo auf der Straße landen und so weiter. Und für mich ist es einfach sehr, sehr schön, dass ich mir das zeigen konnte, dass man sich selbst in der Hand hat. Und jetzt ist es für mich einfach eine wahnsinnige Befriedigung, wenn ich anderen zeigen kann, wie viel man erreichen kann. So, und das ist sowohl im echten Leben als auch auf YouTube der Fall. Und ja, es ist ganz klar eine Rolle und ich halte mich mit einigen Dingen zurück. Ich bin vielleicht, wenn wir mit Freunden unterwegs bin, rede ich nicht so vorsichtig, ganz klar. Also ich passe auf YouTube tatsächlich sehr auf, dass ich Leute nicht verletze oder nicht diskriminiere und so weiter. Wenn wir mit Jungs unterwegs sind, ich sag mal, dann wird der Humor wesentlich dreckiger. Ich bin, also ich bin, aber es bin immer noch ich. Und das bin ich. Ich glaube, es wäre auch sehr, sehr schwierig, die ganzen Jahre sich zu verstellen. Man sieht, dass jetzt die Rolle etwas anders wird. Das heißt, ich sehe etwas mehr sozusagen Verantwortung. Ich spreche vielleicht Dinge direkter an. Ich möchte die Leute vielleicht noch mehr wachrütteln oder ähnliches. Aber du wirst von mir nie oder ihr werdet von mir nie sehen, dass ich mich jetzt, weiß nicht, gerne irgendwo hinstelle und so der typische Influencer bin. Das wäre gespielt. Das könnte ich nicht. Ich könnte jetzt nicht anfangen. Es gab solche Videos, aber das ist das Lustige. Da haben wir uns über mich selbst eben lustig gemacht. Genau, über diese ganzen Geschichten. Und ja, also die Frage vielleicht zu beantworten, 100% ich. Absolut 100% ich. Ich will das gar nicht in Frage stellen, zumindest vielleicht nicht mehr so, wie ich es schon mal in Frage gestellt habe, weil ich glaube tatsächlich, wir haben ganz oft einfach so ein semantisches Problem und ein Problem der Definition und dass man sich absolut vielleicht auch sehr gerne mal falsch verstehen möchte, um irgendwas zu kreieren, was nicht da ist. Das habe ich aber auch erst mit der Zeit gemerkt, dass man sich sehr, sehr, sehr gut ausdrücken muss. Und dann habe ich gemerkt, selbst wenn du dich sehr, sehr gut ausdrückst, es gibt trotzdem immer noch Menschen, die wollen dich einfach per se falsch verstehen. Und da machst du dann auch nichts mehr. Dann habe ich mir so die Frage gestellt, ist es nicht manchmal einfach besser, das so zu sagen, wie man es denkt? Ich habe auch einen sehr, sehr, ich würde sagen, dunklen Humor. Und das würde ich auch sagen, ist so das, was so die öffentliche Person von der privaten noch ein bisschen unterscheidet. Weil ich einfach weiß, dass viele Leute das nicht so greifen könnten, wenn sie mich nicht kennen. Ja. Aber es ist trotzdem nicht, es ist kein Unterschied in der Person, da gebe ich dir recht. Absolut richtig. Es gibt ja auch Unterschiede, an wen man sich richtet. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hoffe, meine Mama guckt jetzt nicht zu, ich bin jemand, der extrem religionskritisch ist und das auch wirklich zum Teil, weil ich eben so groß geworden bin. Also ich bin wahnsinnig christlich erzogen worden und ich bin bei den Diskussionen so unfassbar anders. Bei meiner Mama möchte ich es zum Beispiel auch nicht sein. Das heißt, ich habe nicht nur dort die Rolle, sondern ich möchte ihr gar nicht verletzen. Das heißt, mit dem, was man sagt, ich möchte nicht nur etwas gesagt haben, weil ich das gerade auf der Zunge habe, sondern für mich ist auch wichtig, warum möchte ich das eigentlich sagen? Für mich ist dieses Ziel immer sehr, sehr, sehr wichtig geworden tatsächlich auch. Für mich ist das Ziel, ich habe früher auch wirklich, ich bin jemand, der auch wirklich ein Problem hat mit Emotionen. Also ich war wirklich jemand, der früher wirklich sehr, sehr viel explodiert ist, auch wenn man es nicht glauben mag. Wirklich ausgerastet ist und so weiter und dann auch wirklich so auf seiner Meinung bestanden hat, der wirklich den Leuten auch sagen wollte, ich habe recht jetzt und das ist so. Und heute denke ich mir wirklich, wofür? Warum macht man das? Also klar, das wäre der im Affekt sprechende Simon und so weiter. Aber ich glaube, manchmal muss man vielleicht überlegen, wozu führt das? Und ich gehe immer mehr wirklich so, ich habe immer mehr die Sicht, dass man vielleicht manchmal ein bisschen mehr das Ziel sehen sollte, dessen, was man sagen möchte, als das, dass man gerade das sagen möchte. Also das ist so vielleicht auch nochmal so ein Punkt, der sich auch ein bisschen geändert hat. Hast du Laster, von denen du sagst, es wäre besser, ganz egal auf welcher Ebene, sie nicht zu haben? Die erste Teilfrage ganz klar ja. Und auch, das sind nicht nur Laster, sondern wirklich, also ich, so ein Urlaub ist auch genau deswegen. Also ich habe einen Kampf mit Lastern, mit Dämonen, mit selbstverständlich, so wie wahrscheinlich jeder andere auch. Würde ich sagen, dass ich sie gerne nicht hätte? Ich glaube, nein. Ich glaube, die Persönlichkeit entsteht oder wirklich eine gefestigte Persönlichkeit entsteht eben dadurch, dass man
Laster angeht, dass man mit denen kämpft, dass man wie jetzt so ein simples Laster. Ich wollte den Wettkampf starten, dann kam Corona, ich war eigentlich super dabei, dann ich habe ein Laster mit Essen und so weiter, jetzt habe ich wieder super schlecht trainiert. Hätte ich es gerne nicht? Ich glaube nein, weil für mich dieses wieder sich aufraffen, deswegen sollte man meiner Meinung nach auch dazu stehen, wenn man oder vor sich selbst stehen, man muss es nicht öffentlich preisgeben, aber ich finde, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, ich habe dieses Laster, ich bin wieder hingefallen, ich habe wieder versagt. Ich finde, versagen tut man nur, wenn man es dann nicht versucht zu ändern. Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, dann wieder rauszukommen, wieder es anzugehen und wieder praktisch den Kampf aufzunehmen gegen seine Laster, gegen seine Dämonen. Also ich glaube schon, dass es etwas ist, was einen sehr, sehr stark macht. Ich glaube auch, dass wir gar nicht zu schätzen wissen, oder wir würden unser Leben gar nicht so zu schätzen wissen, hätten wir diese Laster nicht. Ich glaube, man ist erst wirklich glücklich, wenn man sich irgendwo hochgekämpft hat wieder. Es gibt kein schöneres Gefühl, wenn man eben, ich glaube, jemand, der immer muskulös war und immer super in Form, der weiß das gar nicht so sehr zu schätzen, als der, der wirklich vom kleinen fetten Klops, der immer fertig gemacht wurde, irgendwie hin zu, wenn man es selbst gemacht hat. Ich glaube auch, dass das der Weg zu dem, wo man hin möchte. Also mich macht zum Beispiel der Weg dahin viel glücklicher als das Haben. Deswegen ist auch dieses Start beim Laster und sich hocharbeiten, glaube ich, viel wertvoller und gibt einem auch mehr, als wären die Laster gar nicht da. Deswegen, ich würde sie nicht abgeben, einige vielleicht schon, aber auch mit denen kämpfe ich. Also ich habe zum Beispiel, wenn ich zu viel rede, sag's einfach Bescheid. Ich habe zum sehr Beispiel, gut bisher. Ich habe zum Beispiel psychologisch, es gibt eine Eigenschaft, die nennt sich Sensation Seeking. Und das ist bei mir wahnsinnig stark. Das heißt, man geht davon aus, dass das Gehirn eher etwas wenig Aktivität hat und man braucht eine gewisse Schwelle an Aktivität, um sich wohlzufühlen. Das heißt, das sind Menschen, die suchen immer nach dem Thrill, sage ich mal, nach besonderen, also nach Schnellmotorradfahren, übertriebenen Partys und so weiter. Das sind sehr, sehr anfällig für solche Sachen. Ich würde das als mein größtes Laster bezeichnen, dass ich einfach sehr, sehr, also ich habe früher dieses Laster auch ausgelebt oder dieses Laster auch wirklich genährt. Also ich bin wirklich, ja, hier kann ich es ja sagen, es ist, habe früher wirklich wahnsinnig riskante Dinge getan, um eben diese Befriedigung zu suchen. Und es ist schwer, mit diesem Laster umzugehen. Ich habe zum Beispiel, ich bin ja Autorennen gefahren, Motorradrennen, aber auch leider Rennen, die nicht Rennen waren, sondern das Ganze eher so auf der Straße und so weiter. Und ich weiß das und es macht mich aber sehr, sehr stark, mit diesem Laster gerade umzugehen. Ich habe wirklich gerade mit blutendem Herzen meine Rennmotorräder verkauft, tatsächlich. Ich habe wieder ein paar Roller gekauft, ja, tatsächlich. Auch die Rennwagen sind weg, also wirklich alle Rennstrecken-Dinge sind weg, um es eben nicht mehr zu tun. Ich weiß, dass dieser Drang kommt und ich weiß, dass er wieder kommt, aber es ist halt immer wieder ein Kampf und ich glaube, jeder hat einen Kampf mit sich und das macht uns Menschen aber, glaube ich, aus. Hast du dann auch ein Problem mit Nachrichten, mit Klatschpresse, mit Boulevardpresse, dass du dann wirklich diesen Detox auch suchst? Weil das sind ja auch solche Dinge, man versteht es manchmal nicht, aber man guckt sich die Bildzeitung an, sieht eine Schlagzeile, die absolut krass ist und will es lesen. Da ist ein Amoklauf. Ich will jetzt wissen, was da passiert. Das sind ja so Dinge, die lösen Sachen in uns, Gefühle in uns aus. Absolut, absolut. Es gibt wirklich Dinge, die ich nicht fassen kann. Und da gucke ich dann auch drauf. Ich versuche dann eher, also ich lese es dann, ich versuche mir immer mehr einzureden, reg dich nicht über Dinge auf, die du nicht ändern kannst. Also das ist für mich gerade so etwas, ne? Also wenn man es nicht ändern kann, dann weil es bringt nichts. Also wirklich dieses Zielgerichtete, was ich vorhin auch mit dem Gesagten meinte, auch beim Gedachten anzuwenden. Das heißt, du kannst es gerade nicht ändern, also, ne, also dieses typische auf abends im Bett liegen und sich Sorgen machen. Die Sorgen führen eigentlich weiter, vermiesen dir aber den Schlaf. Das heißt, Schlaf und du änderst nichts. Morgen hat sich nichts geändert, wenn du dir weniger Sorgen gemacht hast. Und da versuche ich wirklich auch, und auch wenn es komisch klingt, ich versuche wirklich mit Meditation, mit Sport, also mir hilft der Sport unfassbar, das ist wirklich wie eine Therapie für mich. Auch wirklich dann konsequent zu sein und so weiter, das hilft mir damit,
besser umgehen zu können. Aber klar, da versucht man immer wieder. Und früher war es schwer für mich, Dinge zu akzeptieren. Früher war, wenn ich mit einem Diskussionspartner wirklich, wenn auch noch Anfang der Corona-Zeit, wenn man wirklich, also es war für mich ganz, ganz schwierig, das hat sich wirklich sehr, sehr stark geändert, wenn man gesagt hat, du, nehme einfach mal ein Beispiel, wenn man Menschen draußen gesehen hat, im Park, auf dem Fahrrad, mit einer FFP2-Maske, mit sorgenvollem Blick, ich konnte es so schwer akzeptieren, ich wollte wirklich diesen Menschen nehmen und ihm erklären, dass das wirklich, dass er keine Angst haben muss, dass er wirklich, dass es keinen Sinn macht, dass es, ich wollte diskutieren. Heute bin ich wirklich eher so, dass ich sage, ich kann es nicht ändern. Irgendwann ist es wirklich ein Kampf gegen Windmühlen und dann darf man sich vielleicht nicht mehr ganz so aufregen. Aber früher war es sehr, sehr schwer für mich auch kein Verständnis oder auch, es war schwer für mich zu akzeptieren, ja, sehr, sehr schwer. Angst ist ja so ein Ding, es lässt sich nicht rational erklären. Jeder hat andere Ängste. Und ich glaube, solange man das oder sobald man das verstanden hat, wird es einfacher, das greifen zu können, was bei dem anderen Menschen im Kopf vorgeht. Weil jemand anderes wird vielleicht sagen, über deine Ängste, das check ich irgendwie nicht, verstehe ich nicht. Warum hast du da jetzt Angst? Vor die Kamera gehen und sprechen, was ist jetzt dein Problem? Ich habe damit überhaupt gar kein Problem und du hast da jetzt Angst. Du musst doch hier bloß dich da hinstellen und lachen und dann überlegst du, was du sagen möchtest und sagst das. Aber es ist so sehr, sehr schwer, sich in die Ängste von anderen Menschen, weil es ist auch nicht rational. Also Angst ist ja nicht rational. Nicht nur Ängste. Ich glaube, und das ist auch wirklich ein Problem, dass Menschen vieles aus ihrer Sicht versuchen, verstehen zu wollen. Ich glaube, als Psychologe lernt man eben sehr, sehr stark, die Sicht des anderen einzunehmen. Es ist nicht nur bei Ängsten so, sondern jeder ist so unterschiedlich. Dem einen fällt das eine leicht, dem anderen das andere. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, nicht von sich auszugehen. Egal, ob es eine Depression ist. Egal, also es sind nicht nur Ängste, sondern das ist auch bei meinen Eltern. Meine Eltern sind so alte Schule. So, ach, Depression gibt's nicht, die muss nur arbeiten. Und ne, aber nein. Also es ist für einige Leute eben, oder ganz, ganz typisch, ein ganz typischer Fall, wenn ich eben so in dieser Phase bin, wo ich gerne einen Detox hätte. Ich weiß, dass ich alles habe. Ich habe alles, was ich mir jemals gewünscht hätte. Ich weiß, dass das alles etwas ist, was einen unfassbar glücklich machen sollte. Trotzdem kann mir keiner sagen, oh, du müsstest doch glücklich sein. Warum bist du jetzt gerade nicht gut drauf? Jeder ist anders. Es hat so unglaublich viele Einflüsse, wie man sich fühlt. Und dieses Individuelle, das kann keiner nachempfinden. Deswegen wäre es auch sehr ratsam für Leute, wirklich versuchen, die andere Sicht einzunehmen. Auch dieses typische bei starkem Übergewicht. Ach komm, du musst doch noch ein bisschen weniger essen und dann nimmst du ja schon ab. So einfach ist es eben für viele nicht. Es gibt so vieles, was auch unterbewusst in einem drin schlummert, wo hormonell einfach Unterschiede sind und so weiter. Und deswegen dieses Verständnis für andere, diesen Respekt auch für die andere Sicht, das würde ich mir auch wünschen, dass man das vielleicht ein bisschen mehr aufbaut. Wie gehst du damit um, wenn dich jemand kritisiert, egal für welche Sache jetzt? Du hast ja schon eine sehr klare Meinung, auch wenn du dich schon auch immer, würde ich sagen, versuchst, sehr diplomatisch auszudrücken und unterscheidet sich das von Kritiker zu Kritiker, also von gesichtslosem zu nicht gesichtslosem Kritiker? Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen persönlicher Kritik. Da unterscheidet sich selbst, also absolut. Also ich glaube, wenn jemand etwas wenn jemand mich persönlich kritisiert oder persönlich angreift, der mich nicht kennt, früher war es nicht so, heute prallt es komplett an mir ab. Also es interessiert mich wirklich null. Bei Menschen, die mich kennen, da nehme ich das wahnsinnig, also finde ich, solange es konstruktiv ist, finde ich sehr, sehr wichtig. Mir ist wichtig, was andere von mir, ob ich es verändere oder nicht, das ist dann wiederum meine Sache, aber es ist mir wichtig zu wissen, was Leute, die mich umgeben, die mir einfach wichtig sind, von mir halten. Weil ich irgendwie, weil es oftmals vielleicht, ich bin dankbar dafür, wenn die mir sagen, oh, jetzt bist aber mal wieder, jetzt war der Witz aber zu, ich kriege manchmal wirklich gar nicht so sehr mit, wenn ich mal einen dreckigen Witz mache, der vielleicht jemanden verletzt oder so. Wenn mir das jemand sagt, dann ist das, da bin ich dankbar dafür, weil ich möchte niemanden verletzen. So. Wenn es um sachliche Kritik geht, bin ich dankbar für Kritik. Egal, also wie gesagt, Kritik ist etwas, woraus man lernen kann oder lernen sollte. Ich finde Kritik, wenn es sachlich ist, wenn es wirklich objektiv ist, wenn es, ich kann sie anders bewerten. Wenn jemand sagt, ja, Simon,
ich finde deine T-Shirts nicht schön, dann ist das Kritik, die nehme ich wahr, aber denke mir, ach, ich finde sie schön. Ne? Und dann macht man etwas mit der Kritik. Aber ich nehme Kritik auf jeden Fall auf. Also ich schaue mir Kritik an und finde sie überhaupt nicht verletzend, weil verletzend kann etwas nur sein, was mich persönlich angreift. Und die Leute, die mich nicht kennen, die können mich wiederum nicht verletzen. Von daher ist das eigentlich ganz, ganz gut so. Ja. Muss Kritik immer konstruktiv sein oder reicht es, wenn sie sachlich ist? Weil es gibt ja wirklich Fälle, wo man sagen kann, du hast irgendwas getan, irgendwas gesagt. Das ist einfach nicht richtig. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man es besser sagt, wie man es besser macht, aber ich kann mir anmaßen zu sagen, das war jetzt nicht gut. Ich glaube, wenn es sachlich ist, ist es indirekt auch immer konstruktiv. Also es gibt ja einen Grund, warum jemand sagt, das war nicht gut, was du sagst. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, boah, Simon, du bist manchmal echt pampig oder du bist wirklich manchmal oder du wirkst total abgehoben, dann ist das ja indirekt konstruktiv. Ich überlege dann, also vielleicht kann derjenige vielleicht nicht ausdrücken, mach es besser so oder so, aber ich finde schon, sachliche Kritik ist in irgendeiner Form konstruktiv, weil sie sachlich ist und sie deutet irgendwie auf einen Missstand hin und einen Missstand kann man sozusagen verändern. Also ist es insgeheim schon etwas, was man ändern kann. Wenn man es so sieht, man muss ja nicht Kritik, es kann ja auch Kritik geben, die man selbst nicht schlimm findet. Wenn man mir jetzt, wie gesagt, mit dem T-Shirt oder irgendwie was anderes, Simon, ich finde es nicht so toll, dass du so offen die Nachteile von starkem Übergewicht ansprichst. Ich finde es anders. Und dann, das ist Kritik, die ist sachlich. Ich sehe es anders. Und ich schaue gerade, nee, Aufnahme läuft noch. Ich sehe es in dem Fall tatsächlich anders und bräuchte dann mehr Argumente, warum. Dann wäre ich sehr, sehr offen für, warum findest du das? Und dann bin ich tatsächlich sehr, sehr offen, gibt es mehr Argumente, die sozusagen für die Meinung stehen würden, als für diejenige, die ich jetzt habe. Also deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr, sehr offen und ja, dankbar für jede Form von Kritik. Hi zusammen, ganz kurze Unterbrechung an der Stelle. Ich möchte die Pause heute gerne nutzen, um euch eins meiner Favorite-Produkte vorzustellen. Und zwar geht es um unseren Galenicus Pump Booster. Dieser enthält sinnvoll dosierte, aufeinander abgestimmte Wirkstoffe, die dein Training auf jeden Fall aufs nächste Level bringen. Wenn du den Pump Booster einnimmst, erhältst du nicht nur einen brutalen Pump in deinem Training, wo du denkst, du platzt gleich, also mir geht zum Beispiel so, mir reicht nämlich auch eine halbe Portion, sondern es schmeckt auch super lecker, fruchtig wie ein Saft und meiner Meinung nach mit einem super Vorteil ist, dass er keinerlei Stimulanzien enthält. Also er ist nicht wie ein Pre-Workout-Booster, der dich mit Koffein vollballert, sondern er enthält, wie gesagt, wirklich überhaupt keine Stimulanzien. Das heißt, du kannst ihn auch spätabends oder nachts oder wann auch immer du ihn nehmen möchtest, nehmen, ohne dass du deinen Schlaf negativ beeinflusst. Ich liebe es. Es ist, wie gesagt, eins meiner Favorite-Produkte von uns. Und yes, probier ihn gerne mal aus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß weiterhin bei der Folge. Gab es mal was, was dich richtig getroffen hat, beziehungsweise ganz allgemein trifft dich das stark, wenn jemand dich verbal angreift, beispielsweise in einem Video oder per Nachricht oder in welcher Form auch immer? Es gab früher auf jeden Fall. Also es gab wirklich früher Nachrichten, wo ich einfach, wo mich die Nachricht nicht getroffen hat, sondern die Tatsache, dass es solche Menschen gibt. Also mich hat das einfach wahnsinnig traurig gemacht, wenn zum Beispiel Leute geschrieben haben, Simon, ich wünsche dir, dass du und deine ganze Familie und deine Tochter irgendwie von einem Auto überfahren werden oder so. Solche Sachen haben Leute geschrieben? Ja. Und es ist einfach etwas, was mir, ich weiß, dass das nicht, aber es ist die Absicht, dass ein Mensch mit so einer Nachricht natürlich bewusst jemanden so verletzen möchte. Das finde ich, also mich macht es traurig. Mich macht es einfach traurig zu wissen, dass Menschen einfach so sein können. Das ist praktisch das, was einen dann irgendwo verletzt. Natürlich nicht die Nachricht an sich. Ich weiß auch, dass diese Menschen wahrscheinlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwie anders sind, als man sie sich vorstellt. Vielleicht sind es wahrscheinlich irgendwie selbst sehr traurige Leute, die irgendwie ein Problem haben oder ähnliches, weil im Leben da draußen
würde niemals jemand so etwas zu einem sagen. Man erklärt sich das dann auch sachlich. Deswegen trifft einen das auf so einer sachlichen Ebene nicht. Aber es ist trotzdem, es tut weh. Es tut einfach weh, dass man sowas irgendwie hört. Aktuell nicht mehr, nein. Aktuell nicht mehr. Ich habe sehr, sehr gerne sogar, wenn, wir hatten jetzt auch ein Video, es gibt immer Leute, die dann versuchen, mir Dinge auch zu unterstellen, zum Beispiel. Und das habe ich gerne, weil ich greife das dann gerne auf und bringe einfach nochmal meine Position sozusagen, kriege sie einfach nochmal klarer. Das heißt, für mich ist es einmal noch ein Zeichen, vielleicht war es nicht klar genug, wie ich mich ausgedrückt habe. Und auf der anderen Seite nehme ich das dann auch wieder auf. Also solange es sachlich ist, ist alles, finde ich, völlig respektabel und ernst zu nehmen. Es gibt ja nichts, was irgendwie rechtfertigen würde, sowas zu schreiben, was du da jetzt gerade geschildert hast. Aber kannst du verstehen, dass manche Leute Reibungspunkte im Hinblick auf dich als Person haben? Ja, absolut. Also ich versuche alles zu verstehen, selbstverständlich, ganz, ganz klar. Ich habe auch, es ist sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil. Ich würde schon sagen, dass ich eine sehr, sehr starke Empathie habe und auch ein sehr starkes Interesse an dem, was der andere denkt. Sowohl beim Helfen, aber auch bei der Kritik oder bei Dingen, wie man vielleicht mich sieht. Und es interessiert mich schon, warum das so ist. Und ich glaube schon, dass ich eine Person bin, die polarisiert. Ganz bestimmt. Ich glaube schon, dass ich eine sehr starke Meinung habe, dass ich die auch sehr, sehr stark rüberbringe. Ich glaube, dass mein Hang zur Selbstoptimierung auch ganz vielen Leuten aufstößt, dass dass auch die Meinung und dieses sehr, sehr starke Kampf an dir und so weiter, dass das auch vielen aufstößt vielleicht, denen das so ein bisschen, die eine andere Meinung haben und so weiter. Ich glaube schon, dass die Person polarisiert, dass es viele gibt, die wirklich gut finden, aber auch viele denken, oh, das ist ja irgendwie so ein glatter, schmalziger irgendwas. Ja, glaube ich schon, aber es sind alles Punkte, die ich für mich, also wie gesagt, das ist dann zum Beispiel Kritik, wenn jetzt zum Beispiel eine Kritik kommt, es kommt viel Kritik, oh, Simon, du mit deinen, nehmen wir mal zum Beispiel, oh, du hast Minderwertigkeitskomplexe, irgendwie, du hast irgendwelche Schönheits-OPs gemacht. Ja, aber es ist kein Punkt. Also für mich ist diese Selbstoptimierung, ich weiß das an mir, es ist aber einfach ein Punkt. Ich glaube, dass jeder, ich würde es nicht Komplexe nennen, aber jeder hat irgendwo Punkte, der diesen Sport macht, an sich, die er verbessern will. Bei mir driftet das vielleicht, oder bei mir ist es vielleicht etwas stärker ausgeprägt noch irgendwie mit dem Aussehen und so weiter, aber ich sehe das, diesen Punkt sehe ich für mich nicht kritisch oder nicht negativ. Deswegen, ich nehme die Kritik auf und ich respektiere das, dass es jemand so sieht. Ich sehe es anders. Für mich ist es einfach eine Sache, die nicht schlimm ist. Auch, dass ich mich vielleicht etwas gewählter ausdrücke oder dass ich manchmal vielleicht ein bisschen geschwollen daherrede oder dass ich, einige würden auch sagen feminin, ich würde nicht sagen feminin, ich finde es auch nicht schlimm. Also das ist zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, wow, du bist schwul, dann ist das halt eine Kritik, die, ich bin nicht schwul, also deswegen kann ich das auch nicht wirklich als Kritik auffassen. Und wenn jemand sagt, boah, du bist total weich, dann ist das für mich, ich bin ganz gerne, ich bin nun mal so und ich schätze diese, ich schätze es, dass ich, das kann man so oder so sehen. Ich finde es nicht schlimm, dass ich früher Gedichte geschrieben habe, dass ich sehr viel lese, dass ich auf mein Äußeres Wert gebe. Also Dinge, die andere vielleicht kritisieren, finde ich gut an mir. Und deswegen stört es mich nicht. Ich respektiere aber, wenn das jemand nicht gut findet. Und dementsprechend, wenn es etwas gibt, was jemanden an mir stört, was mich auch stört, dann nehme ich es wiederum als Kritik, an der ich arbeiten will, auf. Aber Dinge, die jemand blöd findet an mir, die ich aber gut finde, die sollten mich nicht stören. Von daher ist es, ja, ich weiß das. Ob du das jetzt schlecht findest oder nicht, finde ich jetzt, juckt mich nicht so wirklich. Also ich habe das Gefühl, du bist vor allem, was so das Verständnis von dir selbst und auch was das Verständnis von anderen Menschen angeht, sehr weit. Was sagst du zu der These, dass du auch deine Optik deiner Weite, deinem Verständnis, was so die mentale, emotionale Komponente angeht, anpassen möchtest? So als Hobbypsychologe. Ich jetzt als Hobbypsychologe?
Ich glaube, das ist wirklich, ich glaube, jeder von uns, wie gesagt, auch der den Sport macht, jeder hat ein Bild von sich. Und ich glaube, das liegt auch in uns Menschen, dass wir diesen Drang nicht weiterkommen, aber so zur Optimierung. Also die meisten jetzt, die wahrscheinlich zuschauen, die möchten einen muskulöseren Körper und arbeiten an dem. Bei mir sind viele Punkte und das ist schon etwas, wo ich schon so einen Drang habe. Also nicht nur mich körperlich bestmöglich zu entwickeln, sondern auch optisch und vor allem auch geistig. Das heißt, ich habe wirklich so ein bisschen so einen Drang, jeden Tag ein bisschen besser zu werden und das eben auch optisch. Und deswegen, es gab hier und da ein paar kleine Sachen, die mich nicht störten an mir. Und ich würde niemals sagen, mach das. Ich habe mir die Ohren so ein bisschen anlegen lassen. Und ohne großen Grund, sondern für mich war der Grund, ich finde es einfach so besser als vorher. Und ich hatte einfach die Möglichkeit und ich habe es einfach getan. Und es ist keine große Diskussion oder kein großer, wilder, der hatte Komplex mit seinen Ohren. Überhaupt nicht. Die meisten Leute, das hat, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Das sind einfach so Punkte, wenn ich etwas sehe, was ich optimieren kann, dann versuche ich das. Und leide jetzt aber nicht an irgendwelchen Komplexen oder Ähnlichem. Wie gesagt, ich bin auch mit meinem Körper zufrieden. Ich versuche aber auch da trotzdem immer besser zu werden. Und das ist mit dem Optischen so und das ist auch mit dem Geistigen so. Und auch vielleicht, ja, wie gesagt, mit allem, was mich umgibt. Das ist ja auch dieser Spruch, man ist zufrieden mit seinem Körper, aber nicht, oder man ist stolz auf seinen Körper, aber nie hundertprozentig zufrieden. Und jeder muss selbst entscheiden, wie weit er damit geht. Ich glaube, jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich sehr im Reinen mit mir bin. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich mag mich wirklich sehr, sehr gerne, so wie ich bin. Ich glaube schon, dass ich da jetzt nicht viel noch habe, was ich groß irgendwie optimieren wollen würde. Jetzt ist zum Beispiel wieder der Körper dran. Das heißt, mit dem möchte ich wieder eine Schippe weiterkommen, weil ich da einfach wieder ein bisschen das Ganze abschleifen lassen. Aber ich glaube, man wird nie aufhören, sich versuchen zu verbessern. Und bei mir sind es halt, dann kommt vielleicht halt zu den Muskeln irgendwie noch ein bisschen Gesicht und irgendwie noch ein bisschen andere Sachen hinzu. Aber ja, ich glaube, das ist eine sehr individuelle Sache und ich würde niemanden verteufeln. Also es ist auch dieses typische Thema bei Frauen. Wenn einfach eine Frau unseren Sport macht und zum Beispiel darunter leidet, dass sie irgendwie sich nicht mehr weiblich fühlt, das kann man auch nicht von außen betrachten. Es gibt andere Frauen, die sagen, oh, du bist doch immer noch weiblich, hör doch auf. Wenn die Frau, das kann über die Frau ja keiner sagen, wenn die Frau sich einfach weniger weiblich fühlt, weil sie vielleicht weniger Brustgewebe hat, dann würde ich es für sie wirklich unterstützen, sich die Brust zu machen. Soll gut darüber nachdenken, auch wirklich das Ganze hinterfragen, ob es wirklich das ist, was sie braucht oder ob es nur irgendwie. Aber grundsätzlich würde ich diese Frau niemals verurteilen, wenn sie es macht, weil sie einfach etwas tut, mit dem sie sich selbst danach besser mag, zufriedener ist. Und das muss aber wirklich jeder für sich selbst wissen. Das kann keiner über andere sagen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie oft kommt es heute vor, dass du dich falsch verstanden fühlst? Und ist es Stand heute noch was du versuchst zu verändern? Nicht mehr falsch verstanden zu werden, weil du dich noch besser ausdrückst. Also wir hatten das vorher schon. Ich versuche mittlerweile, mich nicht noch genauer auszudrücken, weil ich weiß, es bringt eh nichts. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht tatsächlich. Also ich versuche vielleicht an zwei Punkten. Ich versuche, das ist aber auch so ein Punkt, da habe ich auch noch ein Video, vielleicht kommt das sogar davor. Das wird Freitag, also das wird, jetzt wenn wir es aufzeichnen, kommt es morgen. Also ich habe über dieses ganze Thema der dass man irgendwie nicht Indianer-Kostüm tragen darf, weil es praktisch irgendwie diskriminierend ist und so weiter. Also das sind solche Themen. Nein, ich finde, irgendwo ist auch wirklich mal eine Grenze erreicht, wo man wirklich, also ich finde es ganz, ganz schlimm heutzutage, wohin es driftet. Und ich glaube, wir sollten das auch nicht unterstützen. Ich glaube, wenn wir jetzt auf jedes Wort aufpassen, nee, ich möchte sogar eher sagen, Leute, jetzt hört mal auf, wirklich euch bei jedem Pups wirklich aufzuregen. Es ist wirklich, wenn jemand sich als Indianer verkleiden will, dann hört bitte auf, darüber zu diskutieren, ob das jetzt wirklich eine Diskriminierung ist. Und meistens sind es ja auch die gar nicht darüber reden können. Also meistens, wenn sich jemand dunkel anmalt,
dann sind nicht die Dunkelhäutigen die sich aufregen, sondern die sagen, Dunkelhäutige könnten sich darüber aufregen. Also dieses könnten sich aufregen, dieses alles könnte irgendwie falsch verstanden werden. Ich glaube, das ist ein Punkt heutzutage, der wirklich angegangen werden muss. Und ich versuche jetzt sogar, mich nicht zu vorsichtig auszudrücken. Ich habe auch irgendwann gesagt, Leute, wenn ihr meine Witze nicht versteht, fragt mich, ob das ein Witz war oder nicht, dann werde ich es euch beantworten. Aber ich werde jetzt nicht bei jedem Satz versuchen aufzupassen, ob das jetzt irgendjemand angreifen sollte. Weil ich glaube, dann fangen wir irgendwann an, wirklich gar nicht mehr zu diskutieren, wenn wir da zu vorsichtig sind. Also dahingehend würde ich sagen, nein, wir sollten, ich auch, also das ist wirklich sogar eine Aufgabe an mich selbst, wirklich zu versuchen, einfach mal wieder ein bisschen mehr Klartext zu reden. Trotzdem möchte ich Leute nicht verletzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn es persönlich wird, ich möchte niemanden. Also besonders bei dem Thema Transgender, bei dem Thema starkes Übergewicht und so weiter. Auch bei Depressionen und so weiter. Ich glaube, da möchte ich vorsichtig sein, besonders wenn es im Einzelgespräch ist und so weiter. Ich möchte niemanden verletzen, aber Themen sollten schon meiner Meinung nach etwas nicht ganz so mit dem Samthandschuh angefasst werden müssen, weil ich finde wirklich, also man soll auch mal einen Stock aus dem Arsch ziehen und wirklich auch mal ein bisschen sich erlauben, das Gegenüber kann ja nachfragen, hast du das jetzt böse gemeint? Dann kann ich sagen, nein. Oder, ne, oder willst du mich jetzt diskriminieren, wenn du dich jetzt als Indianer verkleidest? Dann kann ich sagen, nein, ich will einfach ein Indianer sein. Ne? Also, oder bei Bodybuilding-Wettkämpfen, die malen sich halt auch nicht braun an, um irgendwie kulturelle Aneignung zu betreiben anhand von Dunkelhäutigen. Nein, die wollen einfach, dass die Farbe, dass die Muskeln besser rauskommen. Also irgendwo soll es auch mal wirklich gut sein. Und ich finde auch, auf deine Frage nochmal hinaus, nein, ich versuche sogar eher etwas, mich mal wieder ein bisschen lockerer zu machen, was so Themen angeht. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, sogar so ein bisschen zu pieksen und ein bisschen auch mal Fakten auszusprechen, wenn es Fakten sind. Fakten können doch nicht diskriminierend sein. Wenn ich Fakten nenne, wenn ich sage, die Wahrscheinlichkeit, dass ein stark Übergewichtiger früher stirbt, und das sage ich zu jemandem, dann kann mir das keiner als Diskriminierung irgendwie aufwerfen, weil es einfach eine Tatsache ist. Und ich glaube, wir brauchen diese Tatsachen, um wieder mal ein bisschen realistischer zu denken und zu diskutieren. Mhm. Es hört dir am Ende sonst wahrscheinlich auch niemand mehr zu, wenn du nicht mehr piekst, wenn du nicht mehr polarisierst. Ja. Kritik und Verständnis, sehr gute Stichworte. Du bist ja gerade, um nochmal darauf zurückzukommen, in der Corona-Zeit sehr laut geworden, was sicherlich sowohl Positives als auch zu der Zeit am Anfang sehr viel negatives Feedback nach sich gezogen hat. Wie kam es dazu, dass du bei so einem sehr heiklen Thema so direkt deine Meinung gesagt hast? Ich erinnere mich an sehr viele, die da aus Angst vor sozialer Ausgrenzung sehr, sehr, sehr ruhig waren. Für mich war, also als das anfing, war für mich ein Punkt erreicht, wo ich einfach, also an dem Punkt wurde es so ideologisch und so aufgeheizt und so, es wurde, also wenn Freunde sich verstritten haben, wenn nicht mehr sachlich diskutiert werden konnte, war für mich einfach, ich habe auch nicht gesagt, ich habe recht. Ich habe mit den Videos, und das ist wirklich ganz, ganz interessant, wenn man sich heute die Videos anschaut, sind alle Fragen, die ich dort gestellt habe, alle, die geschrien haben, aber Simon, wir müssen doch. Es gab so viele Punkte, die aus heutiger Sicht, hätten mehr Leute sich diese Fragen gestellt, die ich sozusagen aufgeworfen habe, hätten wir nicht so viele negative Folgen davon getragen. Und ich glaube, dass ich hatte einfach das Gefühl, wenn, ich vergleiche es einfach mal mit dem Nationalsozialismus. Ich glaube, dass man die Leute, die nichts gesagt haben, wir haben ganz, ganz oft, wie gesagt, meine Familie hat davon sehr, sehr viel mitbekommen und so weiter. Ich glaube, es war ein Fehler, nichts zu sagen. Man hat Dinge gesehen, man hat ganz, ganz klar gesehen, dass etwas schief läuft. Und meiner Meinung nach hat man die Verantwortung, etwas zu sagen. Ich kenne so viele Ärzte, so viele Professoren, die genau wussten, dass da sehr, sehr viel schief läuft. Die von Anfang an wussten, dass dieses ganze Thema lass dich impfen und du schützt damit andere. Die wussten von Anfang an, dass das eigentlich nicht sein kann. Die wussten von Anfang an, dass möglicherweise auch Psychologen und so weiter, dass es wirklich Komplikationen geben wird, wenn wir so strenge Maßnahmen einleiten, wie es dann getan wurde. Ich hoffe jetzt, dass das Video jetzt nicht downgerankt wird, weil ich sowas sage. Aber es sind einfach Fakten, es sind einfach Punkte. Und
die haben nichts gesagt und ich habe das nicht verstanden. Für mich ist wirklich etwas, und vielleicht auch nochmal, wenn du, als du vorhin gefragt hast, ob das der echte Simon ist. Das war der echteste Simon, den man jemals gesehen hat. Das war etwas, was mir selbst am Herzen lag. Das hat unseren Kanal komplett runtergerissen. Wir haben wirklich von Shadowbands und so weiter alles bekommen. Unsere Videos wurden nicht mehr vorgeschlagen. Ich wurde beschimpft zum Teil. Ich wurde auch ideologisch eben gesagt, Simon, du mit deiner Meinung. Mir war das so wichtig, weil, wie gesagt, ich war so klar oder ich hatte so viele Argumente, die ich den Menschen einfach präsentieren wollte. Und es ging ja, Familie, Freunde, ich habe wirklich den Leuten einfach versucht klarzumachen, Leute, bitte bleibt sachlich bei dem Thema und bitte wägt ab. Bitte nehmt das nicht, lasst euch bitte nicht alles sagen, hinterfragt bitte die Dinge. Also ich glaube, jedes zweite oder jedes Ende des Videos war bitte hinterfragt. Ihr sollt mir nicht glauben, aber hinterfragt bitte. Lasst euch bitte nicht alles einfach so einbläuen, was da passiert. Und ich habe da einfach eine unglaubliche, für mich, also ich habe da damals auch gesagt, weil mir haben ganz oft die Leute die Frage gestellt, warum machst du das? Das zieht deinen Kanal runter, davon hast du nichts, ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn es vorbei ist oder weiß nicht, ich wäre irgendwann, meinen Kindern würde ich irgendwann erzählen und jemand würde mich fragen, Simon, warum hast du damals nichts getan? Ich glaube, ich hätte mir diese Frage ebenso wie beim Nationalsozialismus, ich hätte mir diese Frage einfach nicht beantworten können. Ich hätte mich vor mir selbst geschämt, dass ich damals nichts gesagt habe. Und dadurch, dass ich so überzeugt war von meinem Standpunkt, habe ich es einfach als Pflicht gesehen und auch wir als Team. Also da spreche ich auch wirklich im Namen des Teams. Wir haben wirklich hier unsere Pflicht gesehen. Wir wollten einfach etwas tun. Das, was wir konnten, das wollten wir tun, ja. Es ist manchmal mehr wert, in den Spiegel gucken zu können und gut zu schlafen, Absolut. Klicks zu bekommen. Ja, ist so. Hast du dich in Bezug aufs Meinung sagen, in Bezug aufs Mund aufmachen geändert oder warst du schon immer so, ganz subjektiv gesprochen aus deiner Sicht jetzt? Weil ich glaube, ich nicht, aber die meisten haben dich davor nicht so wahrgenommen, obwohl es schon immer wieder Themen gab, wo man, glaube ich, durchsickern hat sehen, dass du eigentlich nicht so viel drauf gibst, wenn die Meinung jetzt nicht dem aktuell gängigen Konsens entspricht. Ja, ich glaube schon, dass Leute, die so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen konnten, haben immer schon so diesen leichten, dieses Augenzwinkern, dieses sich nicht ernst nehmen und so weiter, auch zum Teil Themen ansprechen, die einem wichtig waren. Ich habe auch recht früh über Gott und die Welt, sage ich mal, gesprochen, also auch über sozialkritische Themen, auch sehr, sehr früh über psychologische Themen, auch das ganze Rollenthema und so weiter. Ich habe, glaube ich, schon recht früh Themen besprochen, die mir wichtig waren. Vielleicht tatsächlich noch etwas vorsichtiger und etwas mehr durch die Blume vielleicht, das auf jeden Fall. Dieses Corona-Thema hat wirklich sehr, sehr viel verändert, weil es hier wirklich, da wollte ich sehr, sehr klar sein. Also da wollte ich wirklich den Leuten sehr, sehr klar sagen, wie meine Meinung ist und warum sie so ist. Also wie gesagt, ich wollte nie sagen, ich habe recht und ihr müsst das so machen oder so. Ich habe wirklich gesagt, ihr schaut bitte auch mal hier hin oder hinterfragt und schaut euch die Argumente an. Nee, aber es war schon, ich glaube schon, das war so ein Punkt, wo aber ich habe nie irgendwie was getan, um anders zu sein oder so. Ich habe mich nie irgendwie ich habe nie etwas gesagt, was ich nicht wirklich so meinte. Das nicht. Wir haben viel mit Ironie gearbeitet. Wir haben ja immer so diese Specials gemacht, wir haben ja zum 1. April, ich wusste auch, also wir haben auch zig Abonnenten dadurch verloren tatsächlich, aber das habe ich auch in Kauf genommen. Ich glaube, das 1. April-Video, das war da bei uns sehr, sehr bekannt immer. Mhm. Wir haben immer zum 1. April wirklich ein Video gemacht, und das ist halt typisch mein Humor, was Leute wirklich als echt verstanden haben, die mich nicht kannten und die mich kannten, haben gesehen, dass es eigentlich also nicht ernst gemeint war. Ich weiß nur, dass das allererste April-Video war, glaube ich, das war damals so die Hochzeit von Karl S., glaube ich. Mhm. Und Karl S. hat damals immer erzählt, man soll ganz viel Kartoffeln essen, Kartoffeln sind gut. Und dann habe ich gesagt, ich war immer der Vertreter von guten Fetten. Dann habe ich gesagt, immer gute Fette und so weiter sind gut. Und deswegen habe ich jetzt die Chips- und Pommes-Diät entwickelt und die sollt ihr essen. Also wirklich ganz sachlich, habe das wirklich so zusammengeführt und so weiter. Und das ist so, ich mag diesen Humor, wenn man nicht weiß, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Also ich hatte da immer riesen Spaß dran, so dieses mit dem Augenzwinkern, dieses sich nicht ernst nehmen und so weiter. Und sind auch viele Leute echt abgesprungen oder konnten das nicht verstehen. Ich glaube, da wussten viele nicht, oh Gott, was ist das denn für ein Vollidiot? Und daran hatte ich Spaß, damals schon. Also mir war damals schon nicht ganz so wichtig, oder auch dieses, wo dieses Autothema aufkam und dieses Neidthema, da habe ich ja auch irgendwann ein Video gemacht, wo
wo wir alle Autos vom ganzen Team zusammengesammelt haben bei mir vorm Haus und ich erklärt habe, dass das alle meine Autos sind und ein paar waren auch meine, aber natürlich nicht alle und dass jeder ja ein SUV braucht, um den Bordstein hochzukommen und jeder braucht ja irgendwie ein Cabrio und jeder braucht ein Ferrari, weil ein Ferrari, also solche Sachen. Und viele wussten nicht, ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht, aber das war mir in dem Moment es wert, diesen Witz zu machen, weil wir einfach einen unfassbaren Spaß an solchen Sachen haben. Also das heißt, wir haben immer auch das gemacht, wofür wir einstanden. Humor war immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Also es war mir immer wichtig, irgendwo, auch immer unseren Humor zu zeigen, also sich nicht zu verstellen. Also ich habe vor allem in der Phase gemerkt, du hast eine sehr klare und zum Teil auch eine sehr unbequeme Meinung, die gerade in den letzten 2 Jahren sehr oft meine eigene Meinung trifft. Nicht immer, was ich aber absolut in Ordnung finde. Mhm. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Wir bleiben deshalb bei einem Thema, das auch sehr kontrovers diskutiert wird, wo ich, da muss ich wirklich sagen, keine klare Meinung dazu habe, weil ich mich immer so von links nach rechts gezogen fühle und beide Parteien immer eine sehr gute argumentative Grundlage haben. Und zwar geht es um die Steroid-Thematik, zu der du, ich weiß nicht, vor 2 Wochen, 3 Wochen erst ein Video aufgenommen hast. Was hältst du persönlich von den Stoffaufklärungsvideos im Internet? Ja. Oder anders formuliert, warum sagst du, man sollte darüber nicht in der Form reden, wie es teilweise getan wird? Wir haben da ja schon so einen Kulturumschwung erlebt in Deutschland. Mhm. Mhm. Ich finde, es sollte drüber gesprochen werden und das in 2 Fällen. Also ich würde wirklich hier das Ganze sehr, sehr differenziert betrachten wollen. Ich finde, wenn man den Bodybuilding-Sport, den Bühnensport betreibt, sollte niemand sagen, er ist natural, wenn er es nicht ist. Weil es hier ganz klar um Wettbewerb geht. Das heißt, jemand, der nicht natural ist, hätte, und da können wir auch gleich drauf kommen, weil beim letzten Wettkampf hat sich eben gezeigt, dass sogar Naturale alle, aber das ist ein anderer Punkt. auf jeden Fall finde ich ganz klar, wenn es andere betrifft, wenn der Naturalstatus Einfluss hat auf andere, ist es ganz klar, dass man diesen Preis geben soll. Und entweder man ist natural, wenn man in der offenen Klasse ist, dann ist es ja auch recht offensichtlich, was man ist. Dann ist es recht klar. Also hier ganz klar. Auch Aufklärung finde ich wichtig. Das heißt, ich finde es auch wichtig, also das Ganze, ich war früher wirklich großer Fan von Goku Fitness, wo er wirklich Aufklärung betrieben hat. Ich finde es ganz wichtig, aufzuklären, auch in Foren und so weiter, aufzuklären über Steroide, weil ich glaube, dass wirklich bei vielen Leuten eine TRT gleichzusetzen mit einem Ronnie Coleman Wochenplan ist. Also er stofft. Ne? Das, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig für Leute, die sich interessieren für Stoff, zu wissen, was ist Stoff überhaupt. Also eine gewisse Aufklärung ist meiner Meinung nach auch wahnsinnig wichtig. Ich finde nur, dass wenn ein Athlet, ein Influencer, und jetzt wirklich, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber in diesem Fall haben wir Influencer. Wir nehmen einfach mal ein Beispiel von The Rock. Jemand, ein Influencer, der wirklich im Mainstream unterwegs ist, der wirklich, wo ich sag mal 90% der Leute nichts mit Bodybuilding am Hut haben und von Stoff eben keine Ahnung haben. Ich finde, so jemand sollte nicht laut rausposaunen, dass er etwas nimmt. Ich glaube, dass ist ganz wichtig, weil selbst wenn er sagen würde, er nimmt etwas und selbst wenn er sagen würde, ja, aber es ist gefährlich und nimmt es nicht, er bleibt ein Influencer, er bleibt Vorbild. Ganz, ganz viele junge Leute würden, selbst wenn er sagt, nimmt es nicht, würden sagen, ja, aber du Rock, aber Moment mal, du sagst zwar, du nimmst es nicht, aber du hast es ja genommen. Es ist wie bei Eltern. Eltern, die rauchen und ihren Kindern sagen, raucht nicht, es ist nicht gut für euch. Die Eltern sind ein Vorbild. Und ich finde, es ist ganz, ganz schwierig, dann den Kindern zu erklären, warum man es nicht nehmen soll. Egal, ob der Influencer, wenn der Influencer es nimmt, wenn er aufgehört hat und so und dann wirklich aufklärt, das war Mist und so weiter, dann vielleicht noch ja. Aber ich finde es nicht gut, wenn es keine Relevanz hat für die Information. The Rock, ob er jetzt etwas nimmt oder nicht nach außen posaunt. Die Filme sind gleich gut. Das heißt, es hat keine große Relevanz nach außen, anders als zum Beispiel bei Wettkämpfen. Und jetzt kommt ein Argument, wo ich auch ein bisschen geteilter Meinung bin. Jetzt könnten viele sagen natürlich, ja, aber ein YouTuber zum Beispiel, der hat ja auch Vorteile davon, wenn er nicht natural ist. Ganz klar, ich würde ganz klar sagen, er sollte nicht, auch ein YouTuber, auch ein Influencer, sollte nicht sagen, er ist natural. Aber wenn er es nicht ist, sollte er es auch nicht nach außen posaunen. Ich glaube nicht, dass er einen Vorteil hat.
Ich glaube nicht, dass ein Influencer, ich glaube, in der Szene weiß man ganz gut, was möglich ist und was nicht. Ich glaube wirklich, man muss es nicht sagen. Ich finde auch dieses, der stofft und der nicht. Ich finde, diese Bewegung, die gerade da ist, diese ganze Natural-Bewegung, ich war jetzt wieder, wie gesagt, bei der Dennis James und der Patrick Teutsch, der hat wirklich in Klassen, wo eben, also ich glaube tatsächlich, dass er natural ist. Mhm. Und auch wenn es wirklich eben schwer zu glauben ist von dem, aber er hat wirklich in seiner Klasse, ich sag mal, die Nicht-Naturalen ausgestochen. Das heißt, auch hier ist es einfach so ein Punkt, ich finde es ganz, ganz spannend zu zeigen, was natural möglich ist auf so einem hohen Level. Aber bei ganz großen Jungs, da muss man das nicht sagen. Jemand, der Bodybuilding kennt, der weiß das. Der weiß auch wahrscheinlich ungefähr wie viel. Aber so der Mainstream, der wird sich dafür vielleicht gar nicht interessieren. Und ich glaube wirklich, dass dieses Thema zu groß ist, um einfach jedem auf die Nase zu reiben. Ich finde es gut, wenn das in Foren besprochen wird. Hätte ich jetzt vielleicht ein Kanal, der wirklich sich nur an Bodybuilder richtet oder wenn jemand auch wirklich sich nur an dieses Publikum richtet, dann über so etwas zu sprechen, ist, glaube ich, dann, aber man trifft auch eben Leute, die, für die es meiner Meinung nach nicht gut ist, über solche Themen einfach etwas so hingeworfen zu bekommen. Und deswegen würde ich es einfach nicht nach außen posaunen. Trotzdem finde ich, sollte man ehrlich sein. Und wirklich eben sich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Deswegen habe ich da eine wirklich sehr, sehr differenzierte Meinung. Mhm. Finde es aber nicht gut, wenn sich große Bodybuilder hinstellen und erzählen, ich nehme das und das und das. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, wie gesagt, es ist verharmlost. Also wir sprechen ja auch hier wirklich von einer Straftat. Wir sprechen auch wirklich von gefährlichen Dingen. Und Aufklärung ist was anderes. Aber wenn jemand, dem man folgt, wirklich sagt, guck mal, ich nehme das und das, und man sieht ja nur Momentaufnahmen, das heißt, ein kleiner 16-Jähriger sieht ja nur diese Momentaufnahme, wow, der ist erfolgreich, der ist auf der Bühne, dem geht's gut, der sieht so viele Dinge nicht, der sieht nicht, was passiert im Hintergrund, wo ist der vielleicht beim Arzt, was muss der alles kontrollieren und sieht nur diesen Steroidkonsum und denkt, ach cool, dann kann ich das ja auch ausprobieren. Ich glaube, es ist eben fahrlässig. Deswegen sollte man hier so in diesem Fall einfach meiner Meinung nach etwas vorsichtiger sein und nicht zu sehr dieses Thema auch in gewisser Weise so ein bisschen verharmlosen. Das ist einfach so meine Meinung zu dem Thema. Ich höre raus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es hat schon sehr viel damit zu tun, wie erreichbar das Ziel ist oder wie erreichbar der Körper des Einzelnen ist, wie man mit der Frage, ob man was nimmt oder nicht, umgeht. Ja, ich glaube ja, weil dieses, vielleicht aus der Sicht dessen, der sich fragt, ob derjenige was nimmt oder nicht. Aus der Sicht finde ich es eben gar nicht so wichtig, ob jetzt genau der etwas nimmt oder nicht, weil das ist ja eine individuelle Geschichte. Ich finde es wichtiger zu wissen, das ist natural möglich und das nicht. Und ich glaube hier, das finde ich eben auch so schön, es kann auch eben sein, dass der Naturale, der könnte auch was nehmen, weil er vielleicht sogar besser ist als ganz viele, die was nehmen. Das heißt, diese Individuelle, nimmt er jetzt was? Das sollte gar nicht so von Interesse sein für den Zuseher, sondern eher so ein bisschen schauen, was ist natural möglich? Und ich finde es wirklich schön zu sehen, dass wirklich viel, also mich stört immer so dieses Thema auch, sobald man, es gibt ja ganz viel von den sehr, sehr großen Jungs, die dann sagen, oh, jeder, der Muskeln hat, der stofft. Also das geht nur mit Stoff. Und das finde ich eben schade. Also ich finde auch wirklich zu zeigen, dass wahnsinnig viel ohne möglich ist, aber bis zu einem gewissen Grad und das darüber selbstverständlich. Und auch das würde ich niemals, ich bin ja selbst damit groß geworden. Ich kenne so viele, die ganz klar natürlich Steroide konsumieren, es gehört irgendwo ja auch zum Bodybuilding. Wenn man im Bodybuilding ja unterwegs ist, dann weiß man das. Und ich würde auch niemals jemanden verurteilen oder sagen, das ist seine Entscheidung. Das ist seine Entscheidung. Und wenn man ungefähr weiß, da kann man hin ohne. Und wenn du weiter willst, dann geht's nun mal nur mit. Aber dann informier dich bitte sehr, sehr gut. Und dann wieder Aufklärung und so weiter ist wichtig. Dann finde ich das in Ordnung. Nur dieses sehr lapidare Umgehen damit finde ich schwierig. Ich finde es immer sehr schwer, so den Unterschied klar zu machen zwischen Nichtsagen und Lügen. Jetzt ist ja so das eine, ob jemand gar nicht danach gefragt wird und sich einfach dann nicht dazu äußert oder ob man wirklich proaktiv von der Person gefragt wird, weil es ist ja bei einer gewissen, ich sag mal, Offensichtlichkeit der Optik und einer
vorhandenen Expertise des Fragestellers fast schon ein Eingeständnis, wenn man auf die Frage, ob man nachhilft, mit kein Kommentar antwortet. Das ist auch dumm. Also irgendwo macht man sich lächerlich dann. Aber ist es nicht vielleicht auch, also ist es ja auch schwer, wenn man gefragt wird und hilfst du nach und man sagt nein, dann kann man ja auch, selbst wenn man einen Test macht, ist es ja theoretisch möglich, dass man schon mal nachgeholfen hat. Das heißt, egal was man sagt, man kann, also deswegen, egal welche Antwort man gibt, wirklich zufriedenstellen wird man die Kritiker, die es einem eh nicht glauben, wird man eh nicht. Das heißt, bei uns war ja damals zum Beispiel dieser Doping-Test. So, das heißt, ich dachte wirklich, ich muss in diesem Moment zeigen, dass ich natural bin, in diesem Moment. Nur das konnte ich tun. Also ich konnte in diesem Moment, ich wollte auch so schnell wie möglich, weil da kam damals, Simon, dann mach doch einen Test. Ich wollte sofort, weil ich wollte sofort zeigen, hier, ich bin gerade natural. Ich bin natural. Und dann hat man einen Test gemacht. Damals wahrscheinlich auch noch. Absolut. Aber das meine ich halt auch. Ich würde, weil du meintest gerade, wenn man gefragt wird, was soll man tun? Ich würde heute tatsächlich sagen, am besten nicht drüber sprechen, weil in dem Moment war ich natural und dann kam noch mehr Stimmen. Ja, jetzt, aber davor ja. Oder danach. Also das heißt, man wird, deswegen ist dieses Thema auch so schwierig. Man kann es ja eh, egal was man sagt, ein Patrick Teutsch, der sagt, er ist natural. So. Es gibt so viele, die ihm nicht glauben und die ihn deswegen als Lügner hinstellen und dann macht er einen Test und dann zeigt sich, dass er in dem Moment natural ist und dann, die glauben ihm ja trotzdem nicht. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig praktisch zu sagen. Und das ist auch so der Grund, warum ich sagen würde, als Bühnenathlet ganz klar sagen, wenn man natural ist, dann soll man es auch sein. Aber ansonsten ist es wirklich ein Thema, wo ich, da würde ich dir vielleicht, also da habe ich eine andere Meinung als du, da würde ich wirklich sagen, ich spreche nicht drüber. Ich spreche nicht drüber, weil man kann es, wie gesagt, man kann es den Fragenden nicht recht machen. Man kann es wirklich nicht recht machen, weil selbst wenn man natural ist, selbst wenn man eben sagt, man ist natural, man ist in dem Moment natural, wird es die Leute eh nicht zufriedenstellen. Es wird wieder mehr zu Diskussionen führen. Ich glaube wirklich, dass man nicht zu sehr auf die Einzelnen schauen sollte, sondern wirklich, wie gesagt, sich da so sein Bild machen soll für sich selbst. Was ist möglich? Was ist es mir wert? Wie weit kann ich ohne kommen? Sowieso, selbst wenn jemand mit dem Gedanken spielt, irgendwie Steroide zu konsumieren. Ich glaube sowieso, dass jemand mit Steroiden oder ich sag mal jemand, der natural 10 Jahre trainiert und jemand, der direkt mit Steroiden anfängt und dann auch, ich sag mal, 10 Jahren trainiert. Ich glaube, dass ein Naturaler besser aussehen kann, weil ich glaube, dass dieses Aufgebaute mit Steroiden von Anfang an, dass das den Körper nicht wirklich in eine gute Form bringt, so in eine ästhetisch gute Linie. Andersrum natürlich, wenn jemand 10 Jahre trainiert und dann mit Steroiden das Ganze auf ein anderes Level bringt, dann reden wir wieder von was anderem. Also ich glaube wirklich, dass dieses Steroid-Thema wirklich sehr, sehr komplex ist. Und wo ich auf jeden Fall, also da würde ich wirklich sagen, bevor man nicht viele, viele Jahre wirklich guckt, was sein Körper so schaffen kann, sollte man wirklich die Finger davon lassen. Und deswegen finde ich auch, dass viele einfach eine Verantwortung haben, das auch ganz, ganz klar, nicht zu sagen, sondern wirklich das Thema vielleicht nicht ganz so, oder zu schauen, an wen sich die Videos richten, damit vielleicht das nicht in die falschen Gedanken kommt. Ja, ich bin absolut deiner Meinung, es ist ein super komplexes und sehr kompliziertes Thema. Es ist eigentlich schon vorbei, wenn irgendjemand jemanden gefragt hat. Es ist schon vorbei in dem Moment, weil wenn du dann sagst, ich möchte nicht drüber reden, was denkt derjenige? Wenn du machst einen Test, dann sagen sie, der Test ist jetzt halt aktuell negativ oder du hast den Test ausgetrickst, dann machst du dies, dann machst du jenes, dann ja, aber das ist immer noch nicht gut genug. Man kann auch das verschleiern. Also du wirst sowieso niemanden zufriedenstellen. Da gebe ich dir absolut recht. Ich bin noch auf keinen grünen Zweig gekommen, was ich jetzt im Endeffekt von welcher Vorgehensweise auch immer halten soll, weil beides so für mich für und wider hat. Wie ist deine Erfahrung? Antworten Personen anders auf die Frage, ob sie nachhelfen, wenn man den Rahmen variiert? Man kann absolut, das ja von absolut bekannten oder unbekannten Menschen gefragt werden, vor der Kamera, hinter der Kamera, von Freunden, von Fremden. Mhm. Und das auch das, was ich meine mit Foren oder Bodybuilding-Wettkämpfen. Wenn du auf so einem Bodybuilding-Wettkampf bist, wird so unglaublich offen darüber gesprochen, weil man weiß, dass man
dass man unter seinesgleichen ist. Das heißt, man ist wirklich so unter Leuten, die wissen, was es bedeutet. Das heißt, wenn jemand, man fragt auch gar nicht, hilfst du nach, sondern man fragt dann eher, was, womit und wie viel und so weiter. Und dann staubt. Also es ist ein ganz, ganz anderes Thema. Und dort hat es auch seinen Platz. Und jeder, also da würde niemand nämlich sagen, nein, ich bin natural, wenn das nicht ist. Das würde niemand tun. Und es ist völlig in Ordnung, weil da geht es wirklich um den Vergleich, weil es ist ja auch irgendwo wichtig, sich zu vergleichen, weil es gibt ja kein, entweder du bist natural oder nicht, aber es gibt ja noch, ich würde mal sagen, wenn jemand eine Menge hat mit 2 Gramm die Woche, ich kenne mich da wirklich nicht so aus, aber mit einer unglaublich großen Menge und merkt, dass man so weit ist wie der eine, der vielleicht irgendwie, 250 Milligramm Testosteron irgendwie in der Woche hat. Auch das ist ja irgendeine Form von Vergleich und auch das gehört dazu. Dann kann man sich ja auch besser bewerten und so weiter. Also ich glaube, in der Szene selbst wird völlig offen darüber gesprochen, auch respektvoll. Mhm. Und dort finde ich es in Ordnung, weil dort zeigt auch keiner mit dem Finger auf den anderen. Jeder ist wirklich, jeder schaut und kennt das Thema. Deswegen hat es da absolut seine Berechtigung, darüber zu reden. In dem Rahmen redet auch jeder offen drüber. Und ich glaube auch, dass so ein Schauspieler, über den wir gerade geredet haben, Arnold Schwarzenegger ist ein super Beispiel. Ich glaube, Arnold Schwarzenegger, wenn er, bei irgendeinem Wettkampf ist, dann wird er ganz offen darüber reden. Wenn er aber irgendwo, politisch vor der Kamera ist, dann wird er eher er will es auf jeden Fall nicht rausposaunen. Und ich finde es auch richtig so. Wie gesagt, nochmal dieses Rollenthema. Man spricht mit den Leuten und man schaut, was möchte man mit dem Gesagten eigentlich erreichen? Oder was kann man mit dem Gesagten erreichen? Und da ist wirklich so ein Unterschied, zwischen den Lagern, wo man darüber spricht. Die letztliche Optik macht sicherlich einen Unterschied. Bei dem The Rock-Beispiel gehe ich wahrscheinlich nicht ganz mit, weil so ein The Rock in Pain and Gain, das ist, ich glaube, nicht natural erreichbar. Und du zerstörst halt irgendwo dann doch Träume, wenn du irgendwie die Kinder dann 10 Jahre dahinterher rennen lässt und sie dann irgendwann merken, oh Scheiße, jetzt bin ich irgendwie 28. Das funktioniert irgendwie nicht. Aber glaubst du, das ist zum Beispiel auch so ein Argument, was ich oft höre, irgendwie, man zerstört Träume. Also ich habe damals, als ich angefangen habe zu trainieren, das ist wirklich einfach eine Frage, ich finde, die man diskutieren kann. Ich habe damals angefangen zu trainieren und habe irgendwie Arnold Schwarzenegger gesehen bei Twins, das war so die ersten Bilder, habe auch so einen Rocky gesehen, das war so mein Idealbild, Rocky, Jean-Claude Van Damme und so weiter, und habe dann die ersten Flex gelesen. So, ich bin fest davon ausgegangen, dass das natural, ich wusste gar nicht, dass es Steroide gibt. Ich war 14, 13, habe angefangen zu trainieren. Ich wollte so aussehen und irgendwann, Jahre später, hat man realisiert, ja, die werden wahrscheinlich nachhelfen. Hat es meine Träume zerstört? Ich würde sagen, nein. Diese Körper haben mich ja dazu gebracht, zu trainieren. Diese Körper haben mich ja motiviert. Es ist auch bis heute so, dass naturale Leute nehmen ja immer noch irgendwo als Vorbild irgendwo ein vielleicht ein Mr. Olympia oder zum Beispiel Classic Physik, würde ich vielleicht sagen. Das ist so ein Bild. Alle wissen, dass Chris Bumstead oder so nachhilft. Ich weiß, darf man das sagen? Wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung. Ja, ich weiß ja nicht, inwieweit er das jetzt selbst, aber ich nehme jetzt an. Hat er, glaube ich, auch schon. Ja, ne? Ja. So, und das ist jetzt ein Bild, das ist ein Bild, was auch viele Naturalathleten, die auch natural bleiben wollen, verfolgen. Das macht nicht die Träume kaputt. Man sieht, das ist der Weg dorthin. Es ist ja auch für mich zerstört es ja auch nicht Träume, wenn ich mir irgendwelche Dinge anschaue, von denen ich vielleicht weiß, dass ich sie nie erreichen kann, finanziell vielleicht. Oder irgendwie, weiß nicht, Elon Musk oder, das ist vielleicht ein komisches Beispiel, aber irgendjemand, der finanziell oder von den Autos oder Autos, wo ich weiß, dass ich die wahrscheinlich mir nicht leisten kann irgendwann, die motivieren mich ja trotzdem, diesen Weg zu gehen. Ich finde diese Aussage, das macht Träume kaputt. Ich würde das nicht unterschreiben. Es ist ein Weg dorthin. Es ist vielleicht ein Ziel. Selbst wenn jemand, also dann müsste man ja auch sagen, Ronnie Coleman macht die Träume von vielen Steroidkonsumenten kaputt, weil die werden auch nicht dahin kommen. Und auch Steroidkonsumenten, die vielleicht ein bisschen Steroide konsumieren, die werden ja auch nicht die Leistung erzielen, die so ein Mr. Olympia auf der Bühne bringt. Aber es macht die, ich finde, das ist wirklich meine Meinung, und darüber kann man diskutieren, ich finde nicht, dass das den Weg oder die Motivation oder das Ziel kaputt macht. Ich finde es eben nicht. Es zeigt, was ist alles möglich. Es zeigt, wow, krass. Aber und ich weiß, dass das mit Steroiden erreichbar ist. Aber ich weiß auch, dass ich ohne Steroide
auf diesem Weg irgendwo wahrscheinlich stehen bleibe, aber ich gehe diesen Weg. Deswegen, ich finde nicht, dass es was kaputt macht. And The Rock wird ganz viele Jungs motivieren zu trainieren, egal ob er jetzt Steroide nimmt oder nicht, weil man einfach ästhetischer, muskulöser aussehen möchte. Und deswegen ist finde ich dieses Argument nicht ganz schlüssig. Mich hat He-Man auch motiviert. Und He-Man hat, also insgesamt diese Körper, insgesamt einfach ein ästhetischer, athletischer Körper. Und da ist es mir ziemlich egal, ob er jetzt irgendwie riesig ist wie so ein Coleman oder irgendwie so eine Classic-Physikform hat oder sogar so ein, ich finde so ein Paul Unterleitner auch, wirklich, das ist für so viele Leute einfach wow. Und ich glaube, man hat viele. Also ich glaube nicht, man verfolgt diesen, ich will diesen Körper haben, und wenn man dann erfährt, dass er irgendwie Steroide nimmt, dann sind alle meine Träume geplatzt. Das glaube ich nicht. Es geht um den Sport, es geht um die Ästhetik, es geht insgesamt um einen muskulöseren Körper, und ich glaube nicht, dass es dann Träume zerplatzen lässt, wenn man erfährt, dass der eine dann irgendwie Steroide konsumiert. Deine Träume nicht, meine auch nicht. Also ich kann da von mir sagen, ich war auch sehr gefestigt und ich bin da sehr gefasst damit umgegangen, als ich gemerkt habe, dass die Idole damals wahrscheinlich dann doch nicht so natural sind, wie man immer glauben mag. Aber es ist halt, es hängt so viel dran. Also es ist ein sehr, sehr, sehr großes Thema auch, weil da viel ja auch unterbewusst abläuft. Und was so mit der Maschinerie von wegen Supplements, Nahrungsergänzungen, wo dann einfach Werbung gemacht wird mit Körpern, die dann nichts dazu sagen und dann davon leben und sowas. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ich glaube. Da bin ich bei dir. Also ich glaube aber, damit ist heute viel getan. Also ich glaube, diese Aufklärung hat schon viel dazu beigetragen, dass wir, ich weiß noch, ich glaube, was war das, BMS oder so, ne? Dann war da irgendwie so ein gigantischer Bodybuilder und dann gab es so dieses Vanadyl, Tribulus und irgendwie Creavitago oder so und damit 12 Kilo zugenommen in 10 Wochen oder so, ne? Und ich dachte, das ist Abzocke, und da finde ich es auch gut, dass man zeigt, was ist möglich. Absolut, absolut richtig. Trotzdem ist dieser Körper ja irgendwie immer noch wow, ne? Also ich glaube schon, dass, aber man soll wissen, dass das nicht, also wie gesagt, das ist ein Thema, worüber man echt diskutieren kann, auf jeden Fall. Und sollte auch. Also wie würdest du sagen, oder hast du dir mal Gedanken gemacht, wie richtige Aufklärung deiner Meinung nach aussehen könnte, jetzt nicht nur im Bereich Bodybuilding, sondern auch im Mainstream? Ich finde, und das kann man, glaube ich, jetzt so aus unserer Diskussion auch sehr gut rauslesen, diese Frage kannst du nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also dieses, bist du natural oder nicht? Du brauchst sehr, sehr viel Platz und du hast meistens diesen Platz nicht. Und das ist das, was es für mich sehr schwierig macht, diese Aufklärung stattfinden zu lassen. Für mich ist auch wirklich eine Frage, was, also jetzt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber was ist natural? Also das meine ich auch mit, der stofft und dann stofft jemand. Ich finde zum Beispiel, dass, wenn man mal ein bisschen den Blick nach, ein bisschen mehr in die Staaten richtet und so weiter, ich finde, auch ab einem gewissen Alter finde ich zum Beispiel das Thema TRT wirklich sehr, sehr spannend. Und das auch wirklich besonders aus psychologischer Sicht als auch aus medizinischer Sicht. Ich habe wahnsinnig viele wirklich Ärzte und so weiter, die das sehr, sehr befürworten. Ist das jetzt aber selbstverständlich, man stofft dann, ne? Also es ist dann ja praktisch schon, in Anführungszeichen, ist man ja dann auf Stoff. Aber ich würde es eben nicht gleichsetzen mit Dingen, die sozusagen, die irgendwie in irgendwelchen Underground-Labors oder so zusammengepanscht werden oder irgendwie gebaut werden oder so. Es ist für mich eben einfach so ein großes Thema. Und für mich ist Stoff nicht gleich Stoff. Ich finde wirklich, dass es sehr, sehr viele Vorteile hat für einen Mann, der irgendwie ab 40, 45, der einfach nicht mehr die Hormonlevel hat, die er als junger Kerl hatte, weil er biologisch gar nicht mehr dafür da ist, also, oder weil so ein alter Mann, sag ich mal, früher gar nicht mehr so fit sein musste. Aber heute die Welt, ne, da können wir eben noch ganz, ganz aktiv sein. Ich glaube, dass wir eben auch das differenzierter betrachten sollen. Und dafür finde ich tatsächlich, dass diese Aufklärung, dass dieses Sprechen über Stoffe, dass das fast sogar zu kurz kommt im deutschen Bereich. Also wenn man sich wirklich in Amerika mal anschaut, auch wirklich Ärzte, also von Ärzten, ganz, ganz offen gesprochen, von Ärzten über die Thematik, auch das Thema HGH, das Thema Testosteron, was passiert auch mit Hormonen, wie passiert das Ganze und so weiter. Ich glaube, das ist aber deswegen, weil wir das in einen Topf werfen. Das heißt, ich glaube, viele Ärzte haben Angst, darüber zu reden, weil sie dann gleich denken, die würden da irgendwie das Stoffthema angreifen. Also ich glaube schon, dass man das ein bisschen differenzierter betrachten sollte. Das ist das Thema.
Ja, also ich würde es nicht mit Stoffen gleichsetzen, wenn du eine TRT machst. Jetzt ist halt einfach, ich bin TRT-Fan, also ich würde es nicht mal nur auf plus 40 oder 35 setzen. Ich würde sagen, jeder, der Probleme hat, jetzt ist nur die Frage, wer hat Probleme, wie stellt man es fest? Und dann kenne ich auch wieder genug Leute, die holen sich halt einfach ein 10-ml-Fläschchen vom Untergrundlabor und gehen dann, wenn sie fertig sind, 6 Wochen später zum Arzt und sagen, ah, irgendwie funktioniert es bei mir nicht. Können wir mal, nicht vielleicht. Klar. Und da, wo hört Hilfe auf und wo fängt Missbrauch an? Und aber muss man dafür Probleme haben? Also ich finde gar nicht, dass also das ist jedem seine eigene Entscheidung, also meine Meinung. Genau. Ich bin da sehr liberal. Ja. Nee, ich finde wirklich dieses Thema TRT wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, nicht nur bei Problemen, sondern man merkt ja gar, also ich funktioniere und ich funktioniere besser. Ne? Also das heißt, man funktioniert, man hat ja eigentlich keine Probleme, aber dieses Bessersein und sich besser fühlen und so weiter. Und ich glaube, über die Pille redet jeder. Und die Pille ist eigentlich hormonell ein Rieseneingriff in das Hormonsystem der Frau. Und bei der Pille würde auch keiner sagen, eine Frau stofft, obwohl es hormonell gesehen, wie man eingreift, ja eigentlich auch, ich sag mal, kein leichter Eingriff ist zum Teil. Und auch hier, wie gesagt, deswegen bin ich auch absolut für Aufklärung. Aufklärung, sprechen darüber, ganz, ganz klar und auch differenzierte Betrachtung von dem ganzen Thema. Sehr, sehr großes Thema, kann man, glaube ich, Stunden diskutieren. Muss man fast eine eigene Folge machen. Lass mich nochmal eine Frage stellen, die wahrscheinlich da jetzt nur bedingt dazu passt, die mich aber sehr interessiert. Ich hätte es ja auch am Anfang stellen können. Du bist schon drauf eingegangen. Warum hast du Psychologie studiert? Also was wolltest du mit dem Studium damals anfangen? Jetzt gibt es ja die Leute, die sich ein bisschen besser auskennen als ich. Ich würde mich maximal als mittelguten Hobbypsychologen bezeichnen, mit Interesse für Psychologie. Aber es ist ja Psychologie ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, wo man unterschiedliche Zweige studieren kann, unterschiedlich was damit anfangen kann. Was war deine Intention, das zu machen? Ich würde spontan 3 Sachen nennen, die mir einfallen. Einmal wollte ich immer verstehen, wie der Mensch funktioniert. Also wirklich den Menschen verstehen. Also ich war vor meinem Psychologiestudium schon Trainer. Das heißt, so Muskeln, wie die wachsen und so weiter, das wusste ich schon. Aber ich wollte dann dazu eben noch ganzheitlich den Menschen verstehen. Ich war immer sehr, sehr fasziniert und habe auch zwischen Medizin und Psychologie immer so ein bisschen geschwankt. Also ich war wirklich so ein bisschen unentschlossen, ob ich jetzt Psychologie oder Medizin studieren soll. Weil bei beiden Fächern sozusagen konnte ich den Menschen verstehen. Ich glaube, der dritte Grund hat mich dann eher zur Psychologie geleitet, und zwar wirklich diese Faszination für das Handeln des Menschen. Also wirklich diese Komplexität. Warum tut der eine, warum fällt es dem einen so schwer abzunehmen, warum dem anderen nicht? Warum hat der eine, warum freut der eine sich nicht über sein Leben, der andere schon? Warum können einige, die trotz schlimmster kindlicher Umstände wirklich da perfekt rauskommen, also so wirklich diese Resilienz, und warum gehen einige daran zugrunde? Also diese Unterschiede in der menschlichen Handlungen und im menschlichen Weiterkommen, das hat mich immer fasziniert, und tatsächlich auch das Verstehen von einem selbst. Also wir hatten ja dieses Thema zu Beginn, ob ich viel auch alleine sein kann, ich war immer jemand, der unglaublich stark auch sich selbst hinterfragt hat, sich selbst reflektiert hat, auch faszinierend fand, wie das eigene Unterbewusstsein funktioniert, wie eigene Gedanken funktionieren und so weiter. Natürlich, also ich glaube, dieser Grund, den man nennt, irgendwie, dass jeder Psychologe auch selbst ein bisschen an der Klatsche hat, ich glaube schon, dass es tatsächlich ein bisschen zutrifft. Also tatsächlich, weil ich glaube, man hat dieses Interesse natürlich an Menschen bedingt durch das Interesse an seinem eigenen Verständnis. Und das waren schon so die Gründe. Und ein eben wichtiger Grund ist tatsächlich dieses Bedürfnis, ob aus Egoismus, also ob wirklich ich bin empathisch und helfe mir selbst, oder ob, also aber auf jeden Fall dieser egoistische Altruismus oder Altruismus, also ich hatte immer das Bedürfnis, Menschen zu helfen. Also es war wirklich schon, also ich war damals schon in der Schule, war ich Klassensprecher, also ich wollte immer irgendwie was, nicht um mich irgendwie groß zu tun, sondern ich wollte irgendwie immer so die Truppe irgendwie zusammenhalten, anführen, ich wollte immer irgendwie was machen. Bei der Bundeswehr habe ich mich wahnsinnig dafür eingesetzt, dass gegen Diskriminierung tatsächlich. Also es war Bundeswehr war wirklich eine Zeit, wo ich bin dann, also ich habe wahnsinnig viel gekämpft, um da rauszukommen. Also ich habe mich erst verpflichtet für eine sehr lange Zeit und habe dann gemerkt, dass die Bundeswehr ein Problem, ich sag mal, mit Rassismus hat. Um es nett auszudrücken, und habe dort wirklich gekämpft, auch nicht nur für mich, dort rauszukommen, sondern wirklich anderen auch geholfen, damit wirklich ein bisschen aufzuräumen. Also da
mich wahnsinnig für eingesetzt. Das wäre jetzt ein unglaublich langes Thema, aber ich habe noch nie so viel gelernt wie bei der Bundeswehrzeit, wie es nicht geht. Und also ich hatte immer dieses Bedürfnis, auch als Trainer, also ich hatte immer das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun und etwas Gutes zu hinterlassen. Ich habe einfach sowohl als Psychologe als auch jetzt mit YouTube, also deswegen driftet auch YouTube in diese Richtung ab. Ich würde YouTube nicht mehr machen, wenn ich nicht das Feedback bekäme von ganz, ganz vielen Menschen, dass sie dadurch etwas verändert haben in ihrem Leben zum Positiven. Also es war immer schon, und das war eben in der Psychologie schon so, deswegen habe ich dann auch klinische und Sportpsychologie, also sehr stark diesen klinischen Weg praktisch bin den gegangen am Ende des Studiums. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, aber hast du die Menschen durch dein Studium besser verstanden? Ja, absolut. Absolut. Einmal überhaupt eben dieses nicht aus seiner Sicht verstehen zu wollen, sondern wirklich verstehen zu wollen aus der Sicht des anderen. Also wirklich, und das kann ich jedem empfehlen. Also es gibt Dinge, die man lernt. Also ein ganz, ganz kleines Beispiel ist dieser Attributionsfehler zum Beispiel. Man ist an der Kasse und die Kassiererin ist einfach gerade pumpig und wirft einem so ein bisschen irgendwie das Wechselgeld hin. Früher wäre ich so, dass ich sagen würde, das ist eine blöde Kuh. Sei freundlich. Aber heute denke ich, warum ist sie denn unfreundlich? Vielleicht hat sie gerade irgendwie ihr Mann verlassen. Vielleicht ist ihr gerade irgendwie und sie muss hier sitzen. Das heißt, man versucht sehr, sehr stark Dinge wirklich aus der Sicht des anderen zu reflektieren. Ich bin wirklich, ich versuche immer, mich in den anderen hinein zu versetzen und bin damit auch glücklicher, weil ich dann nicht mehr denke, die Frau ist einfach blöd und mag mich nicht, sondern sie hat wahrscheinlich gerade ihr eigenes Päckchen. Und manchmal lache ich ihr wirklich noch zu, weil ich glaube, dass ihr das dann gut tut. Und dann lacht sie meistens zurück. Und man lernt oder man versteht. Man versteht sehr, sehr vieles richtig. Ich war früher auch jemand, der gesagt hat, ja, irgendwie Depression. Meine Mama hat immer gesagt, ich habe keine Zeit, depressiv zu werden. Das sehe ich heute auch anders. Wenn einfach viele Dinge passiert sind, wenn auch einfach von den Neurotransmittern einfach das Gleichgewicht nicht so ist wie bei mir, dann kann ich nicht sagen, ach ja, jetzt komm, geh mal raus und reiß dich mal ein bisschen zusammen. Das heißt, die Sicht des anderen einnehmen, lernt man tatsächlich gut im Studium. Man lernt zwar auch sehr, sehr viel Mathe und sehr, sehr viel Statistik, aber man lernt auch tatsächlich, auch wie der Mensch funktioniert. Also Wahrnehmungspsychologie ist unfassbar faszinierend. Also wie wir sehen, warum wir so sehen, also auch dieses ganze evolutionspsychologische Thema, warum Männer so sind, auch dieses Thema finde ich auch gerade so heiß, dass alle sagen, ja, Männer sind gleich wie Frauen und man kann sich das aussuchen. Blödsinn. Ne? Also das ist auch so, deswegen ist das auch ein Thema, was einen so mitnimmt, weil man als Psychologe auch sehr, sehr schön lernt, dass wir anders sind und warum wir anders sind. Und ich finde es gut so, und das ist zum Beispiel auch so ein unbequemes Thema, ich finde gut, wenn Männer Männer sind. Und ich finde gut, wenn Frauen Frauen sind. Und bei uns ist es zum Beispiel, meine Frau ist mir absolut gleichgestellt. Trotzdem haben wir ein ganz klares Rollenverständnis. Mhm. Ich bin der Mann, in Anführungszeichen, und sie ist die Frau. Und wir sind glücklich mit unseren Rollen. Diese ganze Thematik von Quoten und so weiter, das ist für mich der größte Blödsinn, den es überhaupt gibt. Wenn man sich anschaut, dass Männer und Frauen sich selbstständig unterschiedliche Berufe aussuchen, warum muss ich dann zu Quoten? Warum? Männer haben andere Interessen. Ich rede nicht von allen. Man kann das nie auf einen Einzelfall runterbrechen. Aber Männer sind in ihrer Gesamtheit anders an anderen Dingen interessiert als Frauen. Und das sollte man schätzen und das sollte man achten, dass wir unterschiedlich sind. Und man sollte nicht versuchen, uns irgendwie gleichzustellen. Das ist einfach Blödsinn. Und ich weiß, ich bin ein bisschen vom Thema abgedriftet, aber das sind einfach so Themen, die man sehr, sehr schön lernt im Psychologiestudium und dann auch nicht verstehen kann, warum einige Sachen heutzutage so sind, wie sie sind. Und man könnte sich die Haare raufen. Wenn ich höre, dass irgendwie jemand versucht zu sagen, ja, ich fühle mich, als Mann jemand sagt, ich fühle mich als Frau. Das kann er nicht. Woher will er denn wissen, wie sich eine Frau fühlt? Er kann höchstens sagen, ich fühle mich nicht wohl als Mann. Wohl in dem, was ich bin. Genau, mit meinem männlichen Bild. Wie soll er? Was ist für ihn, ich fühle mich wie eine Frau? Was bedeutet das denn, wenn er biologisch sich nicht... Das ist Unsinn. Das ist wirklich... Das heißt nicht, dass ich... dieses Transgender-Thema und so weiter. Aber hier ist zum Beispiel... Das sind so Themen, wo ich eben nicht gerne hinterm irgendwie durch die Blume das sagen möchte. Es gibt Unterschiede. Punkt. Es ist ganz, ganz einfach. Es ist,
Und ist mal, ich kann mir nicht aussuchen, jetzt heute eine Frau zu sein und morgen Mann oder so. Und ich kann mir auch nicht so aussuchen. Und nicht einmal jährlich. Nein, und das ist einfach Wahnsinn. Und ja, und man hat sehr, sehr viel gelernt und man denkt heute, warum sitzen denn Menschen in der Regierung, die solche Themen beschließen, von denen sie überhaupt gar keine Ahnung haben? Und das tut dann irgendwo weh. Und das ist wirklich was, wo man dann echt entweder verzweifelt oder irgendwann sagt, komm, dann macht. Und dann, wie gesagt, ich bin der Erste, der sich Simone reinschreibt. Also wenn das möglich wird, dann bin ich der Erste, der wirklich dahin geht und sagt, ich bin eine Frau. Ich bin der Erste, der dahin läuft, weil ich einfach dann, also wirklich, also wenn es so weit kommt, dann sage ich, ich bin jetzt eine Frau. Und keiner kann mir sagen, dass ich es nicht bin. Weil wenn mir jemand sagt, ja, aber warum trägst du dann kein Kleid oder keine langen Haare, dann sage ich, ich fühle mich wie eine Frau, die sich als Mann fühlt. Und das ist, und dann ist es einfach völlig absurd. Dann ist es einfach absurd, weil dann, da, egal. Aber das ist wirklich ein Thema, was ich wahnsinnig heutzutage belustigend finde. Fast schon belustigend. Ich glaube, dass die Leute gar nicht wissen, wozu das führen wird. Wenn Männer sich als Frauen bezeichnen und dann plötzlich irgendwie Straftaten begehen und dann in Frauenknast müssen und dann Frauen dort schwängern, es ist passiert. Das ist jetzt kein Scherz. Es ist von Amerika oder sowas. Ja, es ist einfach. Und wie will man auch Persönlichkeit dann ein? Also man könnte als Mann etwas, wirklich, man könnte als Mann Straftaten vollführen, sich dann sagen, ich bin jetzt eine Frau und dann sagen, ja, dann wird man praktisch vor einen Richter gestellt und dann sagt man plötzlich, das war ja nicht meine Person, das war noch die toxische Männlichkeit damals in mir, jetzt bin ich aber eine ganz andere. Wie will man dann, wie will man mit Persönlichkeit, wie will man mit solchen Dingen umgehen? Ich weiß, ich schweife total ab, aber das ist wirklich ein Thema, was ich einfach sehr, sehr spannend finde und ja. Es ist krass, also gebe ich dir recht, sind alles Themen, die mich auch umtreiben. Ich finde auch bei dieser ganzen Quotenthematik immer sehr, sehr schwer, wie sehr mich das, also ich habe ja keine Kinder, aber wie sehr mich das an mich als Kind erinnert, an dieses Cherry-Picking. Also wenn es eine Quote gibt, dann gibt es sie überall, aber dann heißt es nicht, wir müssen nur, wenn es für die Frauen gut ist, eine Mindestquote erfüllen. Dann muss die Mindestquote, dann zu Quoten gehören auch Pflichten. Alles. Dann gibt's sie auch bei der Baustelle, als Schreiner, absolut, als Maler, absolut, als Dachdecker. Absolut. Dann suchen wir die Frauen, die dort in dem Job arbeiten müssen für diese 5% Quote. Und wenn es euch nicht passt, dann habt ihr halt Pech gehabt. Das gehört halt da unweigerlich mit dazu. Und ich glaube nicht, dass das die meisten Leute wollen. Eben. Ich finde auch, dass vielleicht nochmal ganz kurz zur Quote, weil das wird mir auch zum Beispiel oft vorgeworfen, also besonders so im engeren Bekanntenkreis, weil ich da sehr, 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 sehr klare Meinung auch habe, was Männlichkeit und Weiblichkeit. Bin da wirklich sehr, einige würden sagen, auch altmodisch. Ich finde nicht. Das ist halt traditionell, einfach, konservativ. Traditionell, genau. Ich finde, und viele werfen mir dann vor, dass ich irgendwie mich über Frauen stelle, dass ich ja absolut nicht. Für mich hat Chancengleichheit nichts mit Ergebnisgleichheit zu tun. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jede Frau hat die Chance, Polizistin, Bundeswehr, an die Regierungsspitze zu kommen. Wir müssen für eine Chancengleichheit sorgen. Wir müssen aber nicht eine Ergebnisgleichheit hervorrufen. Jede Form von Quote ist eine Form von Diskriminierung. Wenn ich sage, wir müssen die Hälfte mit Frauen besetzen und dann werden, es ist eine Diskriminierung für die Frau, weil die Frau dann das Gefühl bekommt, dass sie nicht über Leistung dorthin kommt, sondern durch die Quote. Das heißt, ich sage, dass der Frau, dass sie sonst gar nicht schaffen würde ohne Quote. Ich diskriminiere damit die Frau. Das heißt, die Chancengleichheit ist nicht mehr gleich. Und damit diskriminiere ich die Frau. Und es verstehen so wenige, dass es einfach falsch ist, so etwas zu tun. Chancengleichheit, Gleichwertigkeit hat nichts damit zu tun, dass ich auf Teufel komm raus, auf Zwang versuche, das gleiche Ergebnis sozusagen herbeizuführen, was Frauen und Männer angeht. Und ich kann nur sagen, Männer und Frauen, die sich trauen, Männer und Frauen in Anführungszeichen sein zu können, das funktioniert, weil jeder seine Rolle kennt und man ergänzt sich so fantastisch. Und Mann ist nichts ohne eine Frau und eine Frau nichts ohne einen Mann. Und ich glaube, in einer Beziehung. Und ja, das ist so, ja, zu dem Thema, sonst würde ich noch zu weit ausschweifen. Gibt es Dinge in Bezug auf dein Handeln, vielleicht auch gerade in Bezug auf die Öffentlichkeit nochmal ganz speziell, die du heute anders machen würdest? Es ist ja gerade, wenn man dieses, ich sag mal, psychologische Wissen hat, was du hast, so ein ständiges Reflektieren und Infragestellen seiner selbst auch. Ich würde direkt sagen, nein. Ich würde tatsächlich direkt sagen, nein. Impulsiv oder aus... Nee, aus Überzeugung. Ich glaube, man soll nicht
ich glaube, es ist nicht gesund. Also viele werden jetzt sagen, boah, der hat doch das und das gemacht oder er hat bestimmt da und da Fehler gemacht und so weiter. Ganz bestimmt. Jeder macht Fehler, aber aus jedem Fehler lernt man. Und ohne den Lernerfolg wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Könnte sein, dass ich irgendwann mal etwas anders gemacht hätte. Dann wäre ich aber daraus nicht klüger geworden und hätte es vielleicht in einer ähnlichen Form getan, die viel, viel schwerwiegender wäre. Das heißt, jeder macht Fehler. Stell dir vor, jetzt nehmen wir einfach mal, ich bin da, also ich hatte mal einen schweren Motorradunfall. Ich bin damals dumm, wie ich war, mit kurzer Hose, T-Shirt mit 320 über die Autobahn morgens. So, und hatte dann aber in einer Phase, wo ich etwas langsamer war, einen Unfall. Bin noch davon gekommen. Würde ich jetzt sagen, ich hätte den Fehler nicht gerne begangen, hätte ich vielleicht daraus nicht gelernt. Ich mache das nie wieder. Ich hätte den Fehler nicht begangen und hätte es irgendwann vielleicht in Zukunft gemacht und es hätte anders ausgehen können. Das heißt, ich finde, Fehler sind da, um sie zu machen oder um sie zu lernen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht in meinem Leben. Wahnsinnig viele. Aber ich bin dankbar für die Fehler, weil ich aus diesen Fehlern gelernt habe. Bundeswehr ist eine sehr, sehr gute Zeit. Bundeswehr war die schlimmste Zeit und auch eine furchtbare Entscheidung, dort zu sein. Aber es war kein Fehler. Ich würde es nicht rückgängig machen, weil ich daraus unfassbar viel gelernt habe. Ich habe aus Fehlern gelernt. Oh, jetzt krampft mein Arm. Ich habe zum Beispiel auch vielen meiner Ex-Freundinnen sehr, sehr wehgetan. Und würde ich es rückgängig machen? Eigentlich müsste ich sagen, ja, weil es war ein Fehler. Ich habe ihnen wehgetan. Absolut. Ich weiß, es ist ganz, ganz, ganz schwer, das jetzt auch zu sagen. Aber ja. Ich habe daraus gelernt und in der Zukunft oder ich bin jetzt das mit dem Lernerfolg und ich entwickle mich immer weiter. Und wie gesagt, ich habe schlimme Fehler gemacht, ich habe vieles falsch gemacht, so wie jeder Mensch auch. Man muss sich das aber als Fehler eingestehen. Ich glaube, man muss sehen, dass es ein Fehler war. Ich glaube, falsch ist es, wenn man einen Fehler macht und sagt, ach, das war gut so oder ach, das war gar kein Fehler oder so. Das wäre falsch, das wäre absolut falsch. Aber es als Fehler zu erkennen und trotzdem zu sagen, ich hätte es nicht anders gemacht, weil ich diesen Lernerfolg daraus sonst nicht gezogen hätte. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen, also ich stehe zu den Fehlern. Ich kann mich nur bei unfassbar vielen Menschen in meinem Leben entschuldigen, denen ich wehgetan habe. Aus heutiger Sicht wollte ich das nicht. Aber es trägt einfach dazu bei, wo man heute ist. Und ich glaube auch, dass es bei den Menschen zu ganz, ganz vielen Dingen führt. Ich schaue dann natürlich auch bei Menschen, die ich verletzt habe, vielleicht auch, wozu mein falsches Handeln in dem Moment geführt hat. Und sie wären ja auch nicht dort, wo sie heute sind, hätte ich damals nicht den Fehler gemacht. Ich glaube schon, dass es irgendwo ein Zusammenspiel ist aus ganz, ganz vielen Dingen. Und man soll wirklich es als Fehler erachten und man soll versuchen, keine Fehler zu machen. Das heißt nicht, man soll einfach Fehler machen wollen. Man soll sehr, sehr klug versuchen, keine Fehler zu machen und man soll versuchen, wirklich Menschen nicht weh zu tun oder Menschen nicht zu verletzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Zukunft. Aber ich würde, ich würde nichts ändern, nein. Ich verstehe vollkommen, wo du hin willst mit dem, was du sagst. Das ist natürlich immer so eine Sache der, ich sag mal, Abstraktion und der Projektion. Mhm. Also es ist besser betrunken, mit einem E-Scooter gegen die Mauer zu fahren, als mit einem Flugzeug betrunken gegen die Mauer zu fliegen. Ganz klar. Und das musst du halt dann lernen zu projizieren auf vielleicht auch verschiedene Teilbereiche des Lebens. Hi ihr Lieben, sorry für die kurze Unterbrechung, aber wenn ihr den Content, den ihr gerade anschaut oder anhört, feiert, dann solltet ihr euch unbedingt zu unserem E-Mail-Newsletter anmelden. Den Link dafür findet ihr unten in der Box. Als Dankeschön gibt's dafür nicht nur einen 10-Euro-Gutschein auf eure erste Bestellung, sondern ihr bekommt reichlich Mehrwert in Form von exklusiven Insider-Infos. Ihr erfahrt als erstes von Aktionen Bescheid. Tipps und Tricks bekommt ihr an die Hand, die es sonst nirgendwo gibt. Und es lohnt sich wirklich, sich anzumelden, denn unser Newsletter ist nicht der typische 0815 Newsletter, wo es jede Woche einen 20%, 30%, 40% Rabattcode gibt. Checkt den Link unten aus, meldet euch an und jetzt geht's weiter im Programm. Bist du generell jemand, den ein schlechtes Gewissen plagt von Zeit zu Zeit oder kannst du schnell abschließen mit solchen Sachen? Du wirkst für mich sehr emotional. Ich bin das auch teilweise.
Und mir fällt es so schwer, obwohl ich es abschließen müsste, abzuschließen. Ich bin furchtbar emotional und mich an mir nagen. Deswegen sage ich auch gerade, ich schaue sogar, ich frage sogar indirekt, weil ich möchte die Leute nicht treffen, aber ich frage, wie geht es der Person, der ich wehgetan habe? Wie ergeht es demjenigen? Was habe ich da angestellt? Ich habe, das meine ich auch mit Dämonen und Laster, ich habe wahnsinnig viel zu tragen. Und ich glaube, auch das treibt mich an, ein besserer Mensch zu werden. Also ich glaube schon, also ich kenne, auch wenn ich reflektiert über mich selbst rede, ich kenne, glaube ich, keinen Mensch, der so überemotional ist wie ich. Deswegen versuche ich auch, ich versuche eine Rolle zu spielen. Und die Rolle heißt, dass ich versuche, irgendwo mich zu schützen und auch, damit ich überhaupt reden kann bei emotionalen Themen und so weiter. Aber ich lasse es dann auch mal raus und da ist ganz, ganz viel. Also ich bin jemand, der nichts vergisst und auch nichts kurzzeitig vielleicht verdrängen, ja, aber langfristig sind das eben Sachen, aus denen ich eben lernen möchte. Das heißt, ich möchte zum Teil diese Erinnerungen haben. Ich möchte dieses Gewissen, dieses schlechte Gewissen, diesen Schmerz auch in mir haben, um wirklich die Konsequenzen daraus zu ziehen. Also ich möchte nicht vergessen. Ich möchte sozusagen daraus lernen und eben das nicht mehr machen. Ich glaube, es ist schon ein Teil, der in mir ist, ja. Mhm. Dann habe ich vor den Zuschauerfragen noch eine Frage, die ich dir gern stellen würde, und zwar, was du in der heutigen Welt ändern würdest, wenn du uneingeschränkt die Möglichkeit dazu hättest. Ich hätte das eigentlich so ein bisschen auf das Social-Media-Thema gebrandet, aber ich glaube, das würde jetzt dem Gespräch nicht mehr es wäre nicht mehr angemessen, sage ich jetzt mal, nach dem, was wir jetzt alles schon so deep bequatscht haben. Das ist wirklich super, super schwierig. Ich glaube wirklich, dass wenn wir alle uns nach so einem gewissen Grundsatz richten würden, würde es einfach den Menschen besser gehen. Und zwar wirklich zu versuchen, diese typische Maxime sozusagen. Sehr plakativ, ja. Ja, es ist sehr, aber es stimmt ja irgendwo. Ja. Wirklich zu gucken. Ich glaube auch, dass dieser Spruch, ich habe damals viel so Assessment Center Trainings gemacht und so weiter, also auch wie man sich benimmt in Vorstellungsgesprächen und so weiter. Und ich finde auch dieser Spruch, weil der ist vielleicht pieksender. Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Da war ganz viel Wahres dran, weil man soll an sich selbst denken, das ist ganz wichtig. Man soll aber nicht versuchen, dem anderen sozusagen weh zu tun. Man soll nicht eben über den anderen gehen. Man soll dem anderen nicht schaden und so weiter. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun. Und wenn man da noch mit hinzunimmt, dass man eben nicht versucht, etwas anderen anzutun, was man nicht will, dass man einem selbst antut. Ich glaube, wenn man diese zwei Sachen kombiniert, weil man soll selbst an sich arbeiten, man soll an sich denken. Ich glaube, man darf sich nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, man muss sich erst selber lieben, bevor man wirklich andere liebt. Man muss wirklich sich selbst schätzen lernen und so weiter, bevor man anderen hilft. Und deswegen, dieses an sich selbst denken ist ganz wichtig. Und auch ein gewisser Egoismus ist wichtig. Und trotzdem zu schauen, dass man eben nicht anderen schadet. Ich glaube wirklich, dass Menschen viel zu sehr über andere gehen wollen. Vielleicht nochmal so ein Hint zu Social Media. Ich glaube wirklich, dass Social Media eigentlich sehr, sehr schön über die Jahre gezeigt hat, dass die Leute, die versucht haben, so über die Leichen von anderen zu gehen, also wirklich die Leute, die sehr stark auf, also praktisch sich hochgezogen haben an anderen, die andere schlecht gemacht haben, das wurde ihnen irgendwann immer zum Verhängnis. Ich glaube, die Leute, die sich auf sich konzentriert haben, also auf sich und ihre Community, auf das nach vorne gehen, auf das Helfen von anderen, die schaffen es nach vorne. Also jeder, der auf, deswegen meine ich auch dieses, wenn jeder an sich selbst denkt. Also wenn jeder sozusagen guckt, dass er sein Ding verfolgt, also mit seinem Ding auch den Leuten helfen, die man erreichen will und so weiter, dann wird man erfolgreich. Ich glaube, man wird nicht, ich glaube auch, das hört sich vielleicht komisch an, aber ich glaube wirklich an Karma. Ich glaube, auch wenn ich eigentlich ein Naturwissenschaftler bin, ich glaube trotzdem, dass man wirklich, ich schaue immer, dass ich niemandem irgendwie was Böses tue, weil meine Erfahrung zeigt, irgendwie kriegt man immer einen zurück. Und ich glaube, bei YouTube und bei Social Media sieht man das immer wieder, dass wirklich, wenn Leute zu sehr versuchen, irgendwie gegen andere zu schießen und auf Kosten von anderen irgendwie was zu erreichen, dass das nicht funktioniert, dass es auch nicht funktionieren kann. Also das ist vielleicht so, um den Schluss nochmal mit Social Media zu kriegen. Und das wären meine zwei Tipps an alle. Ja.
Naja, wenn du Naturwissenschaftler bist, ist ja alles Energie. Energie ändert ja nur die Gestalt, sie verpufft ja nicht. Ich wollte jetzt nicht zu weit führen, aber genauso sehe ich es auch. Also das ist tatsächlich, also es ist wirklich, Karma ist gar nicht so esoterisch, wie man denkt. Das man ist super logisch zu erklären. Man kann es wirklich aus naturwissenschaftlicher Sicht sehr, sehr schön herleiten und erklären. Also das Ganze, deswegen bin ich zum Beispiel auch gläubig, obwohl ich Naturwissenschaftler bin. Also aber ich glaube, das würde jetzt sehr, sehr weit führen. Aber das Thema, was du ansprichst, ist genau richtig. Also ich glaube, da sind wir auch auf einem Nenner, was das angeht, weil ich glaube auch, wichtig ist nur, dass man es ernst nimmt. Weil egal wie man sich's erklärt, man soll wissen, oder ich würde gerne den Leuten sagen, dass es tatsächlich, dass man Negatives dann tatsächlich auch anzieht. Ja. Damit wären wir von meiner Seite aus tatsächlich durch, aber ich habe es dir ja schon angekündigt, Zuschauerfragen gibt es auch noch. Mhm. Und die würde ich jetzt kurz und knackig anschließen. Natürlich darfst du auch ausholen, wie du möchtest. Jetzt wird es halt bunt gemischt. Jetzt gibt es keinen roten Faden. Kein Problem. Mehr. Dann lass uns direkt anfangen mit der ersten Frage. Was hast du kurz- und langfristig für Ziele, sowohl beruflich als auch privat? Mhm. Kurzfristig kann ich das nicht sagen, weil praktisch der Weg, also es ist wirklich einfach, versuche ich immer richtig zu machen und gut zu machen. Das heißt, ich bin an allen Sachen dran, die wir jetzt hier gerade machen. Also das, was ich gerade gesagt habe, den Leuten helfen, möchte ich noch mehr, also wirklich noch das Ganze ausweiten. Langfristig möchte ich mehr Zeit für meine Familie irgendwann haben. Also es ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Wunsch, Zeit ist eigentlich so mein langfristiges Ziel dann, ja. Welche waren für dich die coolsten Kooperationen innerhalb deiner Social-Media-Karriere? Oh, das ist super, super schwierig. Das ist wirklich schwierig, da müsste ich jetzt super lange nachdenken, weil da habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben nie wirklich viele Kooperationen gemacht. Also diese absichtlich, wir waren nie so die, oder ich habe auch nie so der dann versucht hat, über Cross-Promo und so weiter irgendwie große Sachen zu machen. Aber alle, ich kann einfach nur sagen, alle Leute, mit denen irgendwie Kooperationen stattgefunden sind, waren wirklich von Herzen aus gesucht und nie irgendwelche Leute, wo man irgendwie versucht hat, obwohl man sich nicht mochte, vielleicht deren Reichweite abzugreifen. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, alle, mit denen ich zusammen irgendwie was gemacht habe, hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Ja, das ist wirklich, wäre sonst sehr, sehr schwierig, jetzt drüber nachzudenken. Mhm. Wie sehen aktuell deine Bühnenpläne aus? In welcher Klasse und bei welchem Verband siehst du dich Stand jetzt? Ja, das ist das wirklich, noch aktuell? Ja, absolut. Jetzt wieder. Also wie gesagt, ich habe, und das ist auch dieses Thema, ich habe völlig geloost in den letzten Wochen, Monaten. Es ist einfach so. Ich habe alles wirklich schleifen lassen, Ernährung, Training leider. Habe jetzt wirklich einen ganz, ganz konkreten Trainingsernährungsplan wieder. Es wird aber ein Weg. Das ist ganz klar. Ich war wirklich, wenn ich so ein bisschen zurückschaue, in der Anfang der Corona-Zeit, da war ich, wäre da ein Wettkampf, wäre ich auf den Wettkampf gegangen. Da war ich auch so, dass ich nicht mehr so weit hatte bis zur Bühne, so körperlich. Ich würde mich leider tatsächlich in die Physikklasse stecken, weil meine Beine die Mehrheitsphysik zu. Ja. Mhm. Vielleicht die, also es gibt ja in einigen Verbänden gibt es ja die Muscular Physik. Mhm. Das wäre, weil mein Oberkörper ist eigentlich zu gut für, also zu breit, zu voluminös für eine normale Mensphysik oder in vielen. Meine Beine sind halt super schlecht. Meine Traumklasse wäre die Classic Physik. Also das, wo ich wirklich mich am liebsten, also so vom Ziel sehen würde, ist so die Classic Physik. Das ist so auch, ja, meine ganzen Leute von früher, die ich verfolgt habe und so weiter. Das wäre so die idealste Klasse, aber realistisch gesehen wäre es eher eine Men's Physik, ja. Woran liegt es, dass deine Beine so schlecht sind? Ist das Genetik? Ist das fehlender Fleiß oder ist es Verletzung? Klar. Es ist wirklich jeder, also das ist auch, und da bin ich auch sehr, sehr, sehr klar. Genetik spielt natürlich eine Rolle. Ob die jetzt perfekter werden oder nicht. Meine Waden ist recht viel Genetik. Oberschenkel ist ganz klar Fleiß. Wenn ich die Beine so trainiert hätte wie den Oberkörper von Anfang an, wären die super. So, deswegen ist das halt kein, ich glaube, das ist eine Ausrede. Voll alles auf die Genetik zu schieben. Selbstverständlich,
hat der eine oder andere eine unterschiedliche Genetik, aber die Waden, wenn sie gut austrainiert sind, dann müssen die nicht gigantisch sein. Und einen Oberschenkel kriegt jeder breit. Ob der jetzt, also das ist ganz klar, es ist selbstverständlich Fleiß. Ganz, ganz, ganz einfache Antwort. Mhm. Möchtest du mal auswandern, will hier jemand wissen? Ja, ich war kurz davor. Ich war kurz davor auszuwandern, habe mich dann aber wegen, also wir haben, meine Tochter kommt nächstes Jahr in die Schule. Mhm. Und da war wirklich so ein Punkt, da hätten wir, jetzt da wollen noch. Wir wirklich, ja. ja, genau, und da hätten wir wirklich oder einen Standort gebraucht, genau. Mhm. Und wir haben uns jetzt tatsächlich entschieden, also wir waren kurz davor zu sagen, okay, wir nehmen alles und so weiter, aber in Deutschland ist es nicht ganz so einfach, besonders wenn man Gesellschafter ist, ist es mit Wegzugsbesteuerung und so weiter ab seit 22 nicht mehr so easy, einfach auszuwandern, weil man wird sozusagen, obwohl man die Firma hier in Deutschland hat, wird vom Staat sozusagen so getan, als würde man es verkaufen und man muss komplett den Wert seines Anteils versteuern. Mhm. Also es ist praktisch wie eine Erpressung, hier zu bleiben, ist tatsächlich so. Früher konnte man es stunden, jetzt geht's nicht mehr. Also das waren auch so ein paar Punkte. Aber wir haben uns, also der Endpunkt war wirklich, dass wir gesagt haben, Schulbildung, Freunde, die sich hier hat, Bekanntschaften und so weiter, ist wichtiger, als dass wir jetzt irgendwie uns irgendwie ein bisschen vielleicht wohler fühlen und eigene und ein paar Vorteile haben. Also hätten wir kein Kind, ja, mit Kind ist es aktuell so, in Zukunft würde ich es nicht ausschließen, aber aktuell ist es so, dass wir die Großzeit dann erstmal hier in Deutschland bleiben. Wohin wäre es gegangen? Ich habe irgendwie Ach, Mallorca Dubai. Bei euch im Kopf oder Dubai? Dubai, mhm. genau. Mhm. Hier fragt jemand, da hast du mal eine stichelnde Frage. Mhm. Können Zuschauer durch deine Darstellung des idealen Körperbildes und Lifestyles eine Ess- und Körperwahrnehmungsstörung entwickeln? Wenn ja, wieso änderst du nichts daran? Das geht noch viel weiter. Hier sagt jemand, es wäre bei ihm so passiert ja. und möchte jetzt eine Antwort darauf haben. Körper wie meiner können dazu beitragen, dass man eine Körperwahrnehmungsstörung bekommt, aber können dazu beitragen. Sie sind nicht die Ursache. Interessanterweise war genau das Thema meiner Diplomarbeit und auch dann, als ich die Doktorarbeit angefangen habe, waren das eben Themen, also körperdysmorphe Störung, Muskeldysmorphie, Menschen, die lange trainieren und sich eigentlich immer schmaler wahrnehmen, als sie eigentlich sind. Und dazu trägt tatsächlich ein muskulöses Männerbild bei. Das ist ein ganz, ganz klarer Fakt. Es ist auch eine Tatsache, dass Körper- oder Medienkörperideale bei Frauen noch stärker. Das heißt, man sieht auf Instagram irgendwie eine super geformten, tollen Körper und ist direkt unzufriedener mit seinem Körper und sieht seinen Körper direkt dicker. Bei Frauen zum Beispiel, bei Männern, man sieht einen muskulösen Körper und sieht sich sofort schmaler. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der dazu beiträgt, ganz klar. Und das hat sich auch seit den 50er, 60er Jahren sehr, sehr stark verändert, wo eben die Comicfiguren und so weiter immer breiter und muskulöser wurden und Männer auch durch dieses Bild, obwohl sie immer muskulöser wurden, eigentlich immer unzufriedener mit ihrem Körper wurden, weil sie sich eigentlich immer schmaler wahrgenommen haben, kann dazu beitragen, ein wichtiges Thema, über das man aufklären sollte, aber ich würde hier nicht die böse Ursache suchen, sondern es ist einfach ein sehr, sehr, sehr vielfältiges Feld, was aus ganz, ganz vielen Punkten, ja, oder mit ganz vielen Punkten zusammenhängt. Mhm. Hast du deine eigenen Minderwertigkeitskomplexe mittlerweile im Griff oder ist das ein stetiger Prozess, der vielleicht auch nie aufhört? Haben wir auch schon super drüber gesprochen, wie ich finde. Also ich würde es nicht, Minderwertigkeitskomplexe sind es absolut nicht, weil wie gesagt, ich finde mich sehr, sehr gut, so wie ich bin. Ich mag mich sehr, ich bin sehr, sehr im Reinen mit mir. Es gibt Punkte, an denen ich immer noch arbeite, so wie jetzt zum Beispiel der Körper und es wird immer Punkte geben. Ich würde auch jedem empfehlen, das ist wirklich auch meine Empfehlung, ich würde jedem empfehlen, das Beste aus sich rauszuholen. Ich finde diesen Spruch, bleib doch wie du bist. Also wenn mir jemand sagt, hey, bleib doch wie du bist, das ist doch Blödsinn. Ich will doch, warum? Also das ist ja nichts Positives, so zu bleiben, wie man ist. Dann müsste ich ja auch keine zusätzliche Bildung mehr genießen wollen. Dann würde ich ja nicht mich weiterentwickeln wollen und so weiter. Ich möchte nicht, also jeder kann es für sich selbst entscheiden, aber ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Nicht getrieben durch Minderwertigkeitskomplexe, sondern getrieben durch den Wunsch nach Verbesserung. Man kann sehr glücklich mit sich selbst sein, aber man weiß immer, wenn man noch mehr an sich arbeitet,
wir sind dafür gemacht, meiner Meinung nach. Und das ist auch meine Meinung, dass man immer versucht, sozusagen sich zu entwickeln und weiterzuentwickeln und nach vorne zu gehen. Und ich glaube, es wird nie aufhören. Ich will auch nie ankommen. Ich glaube auch dieses, das ist auch ein Thema, worüber wir besonders mit meiner Frau sehr, sehr oft drüber sprechen. Ich möchte nie ankommen. Ich hatte zum Beispiel ein Haus mit Riesengarten und viele haben gesagt, oh, jetzt bist du angekommen. Aber irgendwann wollte ich dann wieder was anderes und dann wieder ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass dieser Weg zum Neuen, dass das eben dieses Schöne ist, dieses Weitermachen. Dann kommt man kurz an, ist kurz happy und jeder weiß, dass man irgendwie, man steuert auf was hin, dann hat man was und dann irgendwann ist man nicht mehr ganz so happy damit und dann will man wieder weiter. Und das ist bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt. Deswegen glaube ich, dass ich nie aufhören werde, irgendwie weiter zu machen. Aber es sind, glaube ich, keine, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine Minderwertigkeitskomplexe sind. Mhm. Warum trägst du immer noch eine Cappy trotz der Haartransplantation, fragt jemand. Das passt jetzt leider gar nicht. Jetzt erwischen wir dich mal ohne Cappy. Genau, ich trage, ich habe mir gedacht, dass so eine Frage kommt, deswegen habe ich mich einfach mal ohne Cappy tatsächlich hingesetzt. Ja, du also, Fuchs. Ist tatsächlich so. Weil ich es wirklich super interessant finde, dass Leute das immer so hinterfragen. Aber ich trage die Cappy sehr häufig, weil ich sie mag. Ich habe sie immer schon getragen. Und es ist für mich auch ein bisschen eine Art von Berufskleidung. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber irgendwann möchte ich nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Und da ist wirklich so ein bisschen irgendwann... Also das ist jetzt auch ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, aber irgendwann setze ich die Cappy ab und hoffe, dass mich vielleicht nicht mehr ganz so viele als der Simon mit der Cappy erkennen. Also das ist ein bisschen so, ich bin auch abends im Club und so weiter ohne Cappy unterwegs. Das heißt, ich trage nicht immer die Cappy. Die Cappy ist wie so ein kleines Erkennungszeichen. Es ist einfach so, dass man irgendwann gesagt hat, man schafft sich ja so eine kleine Figur, so eine gewisse Rolle und das ist halt der Typ mit den dicken Armen und der Cappy und den blauen Augen. Ne? Das ist dann so dieses Bild, was man ja auch irgendwie schafft. Und ganz klar, das gehört dazu, ja. Also kann man sagen, du hast sie damals nicht aufgesetzt wegen des lichten Haars? Nein, absolut nicht. Nee. Okay. Nein. Ich würde auch, die Haare sind nicht anders aus als damals. Also eigentlich ist es wirklich, weil wie gesagt, die sind ja überall, die sind so, wie sie eigentlich vorher waren. Ich habe ein bisschen die Geheimratsecken auffüllen lassen damals. Es sieht, also wenn man Bilder sich anschaut von davor, sehen eigentlich ziemlich exakt so aus wie jetzt. Bist du zufrieden dann damit? Ja, weil ich nicht wüsste, wie es sonst aussehen würde. Also ich glaube schon, dass es wesentlich schlimmer aussehen würde, weil natürlich die Geheimratsecken größer werden. Deswegen ja, absolut. Aber wenn mich Leute jetzt sehen und weiß nicht, von vor, weiß nicht, so 12, 15 Jahren kennen oder so, keiner würde drauf kommen, dass ich da irgendwie was ist exakt meine Haarlinie, also es ist auch wirklich die Dichte, die ich auch hier oben überall habe und so weiter. Also es ist, man sieht es halt, also es sieht nicht anders aus als vorher, deswegen wüsste ich es nicht. Aber ich glaube schon, ich würde anders aussehen. Ganz großer Fehler, glaube ich, auch bei solchen Sachen. Also ich hab nicht mit dem Gedanken gespielt und werde es wahrscheinlich auch nie machen. Ich bin zufrieden mit meiner Glatze mittlerweile. Ja. Aber dieses Verändern, also auffüllen, verstehe ich, aber diese Haarlinie perfekt machen, perfekt machen, es sieht immer dämlich aus. Deswegen, passt deswegen nicht zu dir. Ja, yeah, aber deswegen ist meine du hast eine hohe Stirn. Ist, ja. Die war immer, deswegen sage ich auch, die war immer schon so. Und viele sagen, oh, warum hast du es nicht tiefer gemacht oder so? Weil das meine Haarlinie ist. Deswegen, also ich finde auch, ich wollte mich tatsächlich nicht verändern. Außer jetzt bei den Ohren, da habe ich wirklich irgendwann gemerkt, Mann, ey, das sieht ja aus wie eine Elfe. Aber irgendwann erst. Und dann habe ich gesagt, irgendwie, ne? Und dann dachte ich mir, oh komm, das wird besser aussehen, wenn ich hier ein bisschen anliegen würde. Nee, bei den Haaren nicht, absolut nicht. Nee. Ich glaube auch, das ist wirklich, es würde super, also ich, deswegen würde ich auch nichts, ich habe einmal Botox ausprobiert, ist vielleicht auch ganz witzig. Das war das Schlimme, ich würde es nie wieder machen. Stirn, oder? Stirn und irgendwo noch, sah so, also wenn die Mimik, wenn man nicht mehr man selbst ist, also ich konnte irgendwie nicht mehr, also ich gucke ja manchmal, ich mache viel mit der Mimik. Und ich konnte das Stirnrunzeln, was ich eigentlich immer mache und was auch irgendwie für mich spricht, konnte ich nicht mehr machen. Ich fand das grauenhaft. Ich habe gebetet, bis dieser Effekt endlich nachlässt. Also sowas würde ich zum Beispiel niemals machen. Ich verstehe auch nicht, wie man sich dann verändern will, wie man etwas ausschalten will. Aber auch hier, jeder muss es für sich selbst entscheiden. Jeder muss selbst wissen, ob er das macht, wenn sich jemand wohler damit fühlt. Ist alles gut. Was ist damals mit dem Body-IP-Trainingssystem passiert? Will hier jemand wissen?
Genau, lange Geschichte. Genau, erstmal war es ja praktisch das Trainingssystem, dann kamen Simons Videos dazu, dann wurde YouTube größer als das Trainingssystem, dann hatte plötzlich jeder ein Trainingssystem und dann waren wir nicht mehr hundertprozentig zufrieden damit und haben es wirklich abgeschafft, obwohl es verkauft wurde. Und jetzt haben wir praktisch eine neue App, die wir gar nicht so groß bewerben. Ich habe das gelesen, aber ich habe es nicht mitbekommen, sage ich dir ganz ehrlich. Genau. Also die ist wirklich, es ist wirklich eine App, die dir hilft. Also das heißt, das ist wirklich, du hast einen eigenen Tracker, du hast einen Trainingsplaner, der aber sehr auf dich, also du musst mit der arbeiten. Das ist nicht so, dass du irgendwie einen vorgefertigten Plan bekommst und dann mach den einfach, sondern es ist wirklich eine Trainingsunterstützung, die wirklich dir die Übungen zeigt. Du musst deine Gewichte eingeben, die Progression einrechnet, die auch sagt, wie viel Kalorien du erreichst und alle Lebensmittel gibt, die ich dafür so empfehle. Und dann musst du die halt selber, also das ist echt cool. Das heißt, es gibt wieder das Trainingssystem wurde jetzt erweitert. Dadurch, dass ich damit nicht so, hey, du kannst damit, also ich glaube, Trainingsprogramme an sich waren eine gute Sache. Ich glaube, sie wurden einfach, dadurch, dass dann dieses Image war so schlecht und jeder hatte dann irgendwelche PDFs und so weiter, dass wir jetzt eins gemacht haben, aber gar nicht, dass jetzt groß irgendwie als Abnehmen oder Muskelaufbau oder so, sondern wirklich als perfekte Trainingsunterstützung. Also wir haben wirklich da jetzt eine sehr, sehr coole App, mit der man sehr, sehr gut arbeiten kann. Hier will jemand wissen, welche Gedanken hast du Stand heute bezüglich der Interceptor-Thematik und würdest du heute einem Online-Gespräch zusagen? Ich hab keine Gedanken mehr groß dazu. Ich glaube wirklich, dass zu dem Thema alles gesagt wurde. Ich glaube, dass man einfach nicht, also ich finde dieses Thema auch, es wurde meiner Meinung nach einfach aufgebauscht, ohne daraus wirklich ein Thema zu machen. Ich glaube, es wurde sehr, sehr stark aneinander vorbeigeredet. Ich habe mich viel zu viel meiner Meinung nach auch dazu geäußert und auch, das ist zum Beispiel auch ein Fehler, sich zu rechtfertigen und versuchen da irgendwie, ich glaube wirklich, dass zu dem Thema alles gesagt wurde. Ich glaube, dass das Thema, ich bin niemandem böse, ich würde niemanden irgendwie verurteilen, weil jemand das gesagt hat, so oder ich glaube, von allen Richtungen gab es Missverständnisse. Ich glaube, überall wurde etwas nicht ganz korrekt dargestellt. Man hätte sich direkt zusammensetzen sollen und das Thema besprechen sollen. Also ganz klar. Also man hätte wirklich nicht irgendwie rausreden oder rechtfertigen oder irgendwas, sondern man hätte direkt klar sagen sollen, so und so. Der hat den so verstanden, das war so und so und man hätte das direkt einfach sagen sollen. Dieses ganze Drumherum und das Thema, das Ganze, das war meiner Meinung nach nicht gut. Ich finde aber jetzt, heutzutage, ist es einfach nicht mehr, es ist nicht so lange zurück und ich finde, das Thema ist einfach zu alt, um es irgendwie wieder aufzuwärmen. Mhm. Mal nicht bezogen auf das Thema, ich glaube, das ist für alle Beteiligten durch. Ich glaube, für den Chris auch. Ja. Also ist so das, was ich zumindest immer so wahrnehme. Würdest du dich mit dem Chris in einen Call setzen, so wie wir das jetzt gemacht haben? Ich glaube, er wäre anders, als ich das jetzt bin. Ich bin jetzt nicht unkritisch, aber ich komme, glaube ich, aus einer anderen Richtung. Ich glaube, wir sind uns da sehr ähnlich. Ich versuche immer so zu verstehen, warum Leute Dinge sagen, wie sie sagen, warum sie sie sagen und warum sie sich so ausdrücken und vielleicht auch manche Dinge nicht sagen. Und der Chris ist, glaube ich, so sehr, sehr kritisch und versucht das dann auch wirklich sehr lange auszuführen. Würdest du dich dem, ich sag mal, dem stellen? Selbst wenn es jetzt nicht mehr um diese schon längst abgelaufene Thematik gehen würde, sag ich mal. Grundsätzlich würde ich nie irgendwie gegen jemanden etwas haben oder würde nie irgendwie in einem Gespräch aus dem Weg gehen. Oder ich glaube, du wärst gut da drin. Also ich finde auch der Podcast, der ist jetzt ist noch nicht ganz fertig, aber ist am Fertigwerden. Ich glaube, das hat so sehr, sehr viel Licht in sehr viel Dunkel gebracht, was du auf deinem Kanal immer nicht so preisgeben kannst, weil du auch nicht, es ist immer sehr schwer, Dinge zu sehen, wie andere Leute sie sehen. Und dann die Fragen aus der Position zu stellen. Ja klar, deswegen ja, weil eben der Kanal sich um Informationen dreht bei mir und hier geht es irgendwie dann doch um die Person. Deswegen ist es natürlich eine ganz andere Rolle, die ich in dem Fall auch einnehme, ganz klar. Ich bin einem Gespräch nicht abgeneigt, ganz klar. Aber genau dieses Kritikstellen, also das ist für mich schwierig, weil ich finde nicht, dass ich mich irgendwas stellen müsste. Das ist tatsächlich etwas, wo ich
Falsche Ausdrucksweise. Ja, du weißt, was ich grundsätzlich meine. Ja, klar, aber das ist wirklich so dieses, grundsätzlich bin ich für alles offen. Ich bin zu jedem Gespräch offen, ich habe nichts zu verheimlichen, ich kann über alles sprechen. Ganz klar, ja. Mhm. Hier fragt jemand, wie können übergewichtige Menschen ihr Essen und Leben dauerhaft umstellen? Was funktioniert am besten? Reine Routine oder inneres Mindset ändern? Was auch immer das heißt. Ganz klar beides. Ich glaube, jeder, der auf Biegen und Brechen versucht, etwas Neues, irgendeine Diät zu machen, die komplett von seinen Routinen abweicht, das wird kläglich scheitern auf lange Sicht. Weil, wie gesagt, wenn ein Beispiel, ich bin 40. Ich habe mir über 40 Jahre Routinen angesammelt, über Jahre. Und ich werde jetzt nicht plötzlich ich werde jetzt nicht ganz anders leben. Das wird kurzzeitig funktionieren, weil irgendwann werden diese Routinen wieder reinkommen. Das heißt, man muss wirklich sich Step by Step Routinen ändern und das langfristig. Deswegen ist dieses tatsächlich, wenn jemand langfristig abnehmen möchte, langfristig, kurzfristig natürlich, wir können Diäten machen und so weiter, alles gut. Langfristig geht es wirklich mit einer Ernährungsumstellung. Hier und da. Und ich finde, es gibt so geniale Produkte heutzutage, bei denen du nicht verzichtest, weil die Routinen sind die gleichen. Wenn du einfach Nudeln durch Kichererbsnudeln austauschst, die wirklich ähnlich schmecken, wenn du all deine Colas und Getränke durch Leitgetränke ersetzt, wenn du dein Eis, was du abends isst, durch wirklich ein Low-Calorie-Eis ersetzt, wenn du, es gibt so viele Produkte, auch Käse, normalen Käse durch so einen Idlin-Käse und so weiter, der wirklich sehr nah dran kommt. Also ich finde es wird immer so verteufelt, diese High-Protein und diese, ich finde die so gut zum Teil, weil die den Menschen eben ihre Routinen dalassen. Das heißt, die Leute ändern gar nicht so viel an ihrer Ernährung, haben weiterhin ähnlichen Genuss und sparen unfassbar viele Kalorien ein oder haben mehr Eiweiß und dadurch sind die früher gesättigt. Deswegen auch zum Beispiel bei den Kichererbsnudeln. Es geht gar nicht darum, dass die weniger Kalorien haben, sondern die werden weniger davon essen, weil die mehr Ballaststoffe haben, weil die ein besseres Eiweiß haben, weil die einfach viel mehr sättigen. Hier und da, Step by Step, Zucker durch Erythrit ersetzen zum Beispiel. Eine Süßigkeit durch unser Perfect Protein ersetzen, was nach einer Süßigkeit schmeckt. Nein, aber tatsächlich, einfach mal einen Shake nehmen statt einer Süßigkeit. Es gibt so viele Mittel, wo man recht wenig auf seine Routinen verzichtet und sehr viel dadurch Unterschied in seiner Ernährung hat. Und natürlich den Willen dazu, ganz klar, Mindset. Man muss verstehen, dass man selbst für sich verantwortlich ist. Wenn man denkt, oh ja, ich kann eh nichts dagegen tun, die Gene, die treiben mich dahin, wo sie wollen. Ich glaube, das ist natürlich der erste Punkt. Man muss verstehen, ich kann abnehmen. Egal, ob ich es jetzt schwerer habe oder leichter, egal ob jeder kann abnehmen. So. Und das ist das Erste, was man verstehen muss, dass man es kann, dass die Entscheidung bei einem selbst liegt. Und das ist mir immer so, so wichtig, dass man sich nicht ausruht. Es gibt keine Krankheit oder Störung, die ein Abnehmen unmöglich macht. Selbstverständlich. Es gibt Stoffwechselerkrankungen, es gibt unterschiedliche Dinge, die das Abnehmen extrem erschweren. Aber auch hier kann man etwas dagegen tun. Es ist ja keine Magie. Es ist ja nicht, dass ich irgendwie, dass die Kilos einfach automatisch draufkommen. Jeder kann. Einige super schwer und dann muss man sich entscheiden, ob man das will oder nicht, weil einige müssen echt wahnsinnig viel dafür tun. Und dann verstehe ich auch einige, wenn sie sagen, okay, komm, dann gehe ich jetzt nicht Richtung perfektem Körper, weil es einfach viel zu schwierig für mich ist. Das muss auch jeder selbst entscheiden. Aber es kann jeder, wenn jemand will, dann muss er verstehen, dass er es kann und dann Step by Step sich praktisch an Umstellungen rantrauen und Sport. Selbst, also ich glaube, das Allerwichtigste, das wissen wir auch alle, Sport, weil wenn du, das ist ja das Schönste, dass wenn du Muskeln aufbaust, dass du wirklich ein kleine Verbrennungsöfen überall an dir hast, die praktisch dir helfen beim Abnehmen. Ich glaube, das ist so das Allerwichtigste überhaupt. Also Muskeln aufbauen. Also nicht nur auch da ganz klar sagen, es geht um Muskelaufbau, nicht um irgendwie Joggen oder irgendwas, sondern um Muskelaufbau. Auch Frauen, Muskelaufbau. Ganz einfach. Und nicht um irgendwelche Hampeleien irgendwie. Na, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber irgendwelche YouTube-Tanzprogramme und so weiter, dann wird's nichts. Letzte Frage, da fühle ich mich fast schon jetzt schlecht nach dem, was du gesagt hast, wie du jetzt gerade nicht ordnungsgemäß trainierst und isst. Wie viel drückst du aktuell auf der Bank? Ich habe tatsächlich, und deswegen auch dieses Thema, dieses mich rechtfertigen. Ich habe ja damals auch noch ein Video dann gemacht, wo ich zeigen wollte, dass ich
170. Sag einfach, was du auf der Bank drückst jetzt gerade. Ja, ich habe damals, und es ist jetzt auch rausgekommen, dass der Brustmuskel tatsächlich nicht nur ein Faserriss war, sondern dass tatsächlich ein Bündel gerissen ist und sich jetzt verfangen hat in der Brust. Und es ist halt genau deswegen, weil ich mich irgendwie rechtfertigen wollte und so weiter. Ich habe damals, und das ist bei 180 Kilo passiert, und davor habe ich, glaube ich, so 100, ich glaube bei 172 oder irgendwie sowas, das ging so gerade noch. Ich kann seitdem nicht mehr richtig Bank drücken. Und es ist immer noch, wenn ich runtergehe, ich habe immer noch so dieses Gefühl, weil es ist wirklich so, dass sich da ein Teil in den Fasern ein bisschen verheddert hat. Ist so verklebt, oder? Ja, ja. Mhm. Die Ärzte haben es nicht so gesehen, und ich werde jetzt wahrscheinlich noch zu einem Arzt gehen. Ich guck mal, ob man da noch was machen kann. Auf jeden Fall fühlt es sich seitdem nicht mehr gut an. Ich mache kein schweres Bankdrücken mehr. Ich bin jetzt bei ich mache mit 120, 130 Kilo meine typischen 10, 12 Wiederholungen, und mache es aber nicht als erste Übung, sondern eher so als Spaßübung, weil ich auch nicht finde, dass es die beste Übung ist für eine schöne Brust. Also es hat meine Brust eher etwas tief und nicht ganz so schön gemacht. Aber ich liebe die Übung. Bitte? 120, 130, die gehen? Die gehen. Oder fühlen die sich gehen. Die auch schon nicht gut an? Es fühlt sich komisch an. Ich muss sie wirklich lange warm machen. Es ist immer noch wirklich ein leicht komisches Gefühl, wenn ich runtergehe, wenn die so in die Dehnung kommt. Also es fühlt sich immer noch etwas komisch an. Ja, und ich mache jetzt kein sehr, sehr schweres Bankdrücken mehr. Ja, verstehe ich. Also mache ich auch nicht mehr. Ich habe ja beide Schultern kaputt. Und war auch so ein, ich will nicht sagen Ego-Bankdrücker, ja, aber ich habe gern schwer alles gemacht. Ich habe auch mal 170 für einen Fünfer gedrückt, das war jetzt nicht ohne Hilfe, also ohne nachzuhelfen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber das war halt schon sehr schwer, und wenn ich mir jetzt überlege, ich glaube, ich könnte jetzt keine 100 Kilo mehr drücken, nicht mal, weil ich es nicht drücken könnte von der Kraft her, aber ich würde das psychisch gar nicht hinbekommen, weil ich ganz genau weiß, das hat mir so viel kaputt gemacht und da so viel Schaden auch in beiden Schultern entstanden. Die sind ja beide operiert auch. Das ist echt, ich will das, glaube ich, nicht mehr machen. Das ist bei mir aber genauso. Gut aussehen. Ego. Ja, 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 aber dieses Ego-Pumpen. Und das ist zum Beispiel auch was, es war ein Fehler von mir früher, dieses Ego-Pumpen, dieses Ego-Training. Würde ich es ändern? Nein, weil, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt daraus gelernt habe. Also ich lasse das Ego jetzt wirklich komplett zu Hause. Ich war schon jemand, der das Bankdrücken, ne, und dann richtig viel. Und es war schon so ein Ego-Thema, weil ich beim Bankdrücken echt gut war. Anders als beim Kreuzheben oder bei der Kniebeuge war das wirklich eine Übung, die ich wahnsinnig gut konnte und die mir Spaß gemacht hat. Und ja, das war's jetzt. Das war, wie gesagt, auch die insgesamt letzte Frage für heute. Habe ich noch irgendwas nicht gefragt, was ich deiner Meinung nach hätte fragen sollen? Beziehungsweise möchtest du an der Stelle abschließende Worte an die Community richten? Ich fand es wahnsinnig spannend. Sehr viel. Ich glaube auch. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich werde mir auch die Kommentare durchlesen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob das Menschen interessiert. Weil es ist wirklich so, ich erzähle sehr nicht so gerne von mir, weil ich immer denke, das interessiert die Leute gar nicht. Also ich hoffe wirklich, dass es unterhaltsam war, dass es vielleicht ein bisschen was zum Nachdenken angeregt hat. Mich würde auch interessieren, vielleicht, dass die Leute drunter schreiben, welches Thema vielleicht spannend ist, dass ich auch weiß, dass ich darüber ein bisschen mehr berichten kann, weil ich erzähle sehr, sehr gerne, aber nur, wenn die Leute das interessiert. Also ich hoffe, dass es die Leute interessiert hat. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es auch wirklich, wirklich, also das sage ich auch wirklich vom Herzen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Dass es wirklich echt eine schöne Sache war. Also wirklich auch ein ganz, also so, als würdest du hier neben mir am Tisch sitzen. Und dass man sich wirklich unterhält. Hat mir wirklich Riesenfreude gemacht. Und ich hoffe, dass die Leute das auch gesehen haben, dass das wirklich ein sehr, sehr schönes, echtes, authentisches tatsächlich Gespräch war, dass ich alles so gesagt habe, wie es mir auf dem Herzen lag, dass ich nichts versuche irgendwie zu verheimlichen. Und deswegen, ich glaube, es wurde, glaube ich, sehr, sehr viel gefragt. Und ich glaube, es waren viele, viele schöne Anregungen zum Nachdenken dabei. Hat mir echt große Freude gemacht. Das finde ich auch. Also ich glaube, das kann man sagen. Schreibt bitte gerne in die Kommentare, was euch vielleicht noch tiefer interessieren würde,
weil das kann ich von meiner Seite aus sagen, wir können das gerne wiederholen in der Zukunft. Vielleicht gehen wir dann nochmal einfach detaillierter in die einzelnen Themen rein. Das war jetzt so alles sehr, sehr oberflächlich angekratzt. Ich setze mir immer so 2 Stunden als magische Grenze, da sind wir knapp drüber. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut jetzt. Und dann könnt ihr entscheiden, wollt ihr den Simon hier nochmal wiedersehen? Wenn ja, zu welchen Themen? Ihr habt, glaube ich, gemerkt, da kann man auch sehr, sehr polarisierend und sehr brisante Themen ansprechen. Und dementsprechend schreibt das gerne unten in die YouTube-Kommentare. Woanders kann man, glaube ich, sowieso nicht kommentieren. Und an der Stelle dann nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, Simon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke, dass ich da sein durfte. Ich danke ich danke den Zusehern für ihre Fragen. Und auch wenn ihr was anders seht, her damit. Also wirklich jederzeit. Also ich bin super gespannt, wenn ihr Themen anders seht, wie wir das am Anfang besprochen haben. Sehr, sehr gerne. Und es geht auch ohne Beleidigungen. Und da bin ich echt gespannt, was da kommt. Nein, ich würde mich freuen, wenn wir das nochmal machen, weil ich glaube, es gab so viele Themen, wo man wirklich tief einsteigen kann. Und freue ich mich. Freue mich drüber. Das kriegen wir hin. Und in diesem Sinne war es das auch schon wieder mit einer weiteren Episode des Canicus Podcasts. Macht's gut. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.